Hör rein zum Gruße, meine Freunde. Ich bin Osko. Und das ist meine Gruppe. Ich weiß, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und manchmal tun wir Dinge, die euch nicht gefallen werden. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eine Pause. Den Rest von euch lade ich ein, uns auf unserer Reise zu begleiten. Doch achtet bitte auf euch. Die Ramag ist ein Land voller Schrecken. Und solltet ihr dafür nicht bereit sein, dann bleibt lieber hier. Der Rest folgt mir. Und zu einer neuen Runde zwischen Rollenspiel. Wir spielen heute die Splitterdämmerung, Träume von Tod. Und sind heute in einer Geburtstagsfolge. Denn heute vor genau einem Jahr haben wir hier so angefangen mit dem ganzen Driss. und deswegen sind wir auch heute vollzählig. Und zwar haben wir Sierra dabei als Mora die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Und wir haben dabei den Ozzy als Astanio, den Weißmagier. Mögen die Götter euch leiten. Und wir haben dabei den Kakko als Osko, den Pereinener Novizen. Pereine zum Gruß, meine Freunde. Und dann haben wir den Marot dabei als Jandrik, den Golgariten. Hallihallo. Und last but not least, Elanur spielt Ilena, die Amazone. Konrad zum Große, mögen eure Schwerter immer scharf sein. Ja, kommen schon die Geburtstagswünsche raus, sehr schön. Ich hoffe, man kann das im Hintergrund nicht hören, hier ist gerade irgendwie Terror draußen. Naja. Ja, der Roboter wieder verprügelt. Wer wird verprügelt? Der Bot wird wieder verprügelt. Der Bot, ja vielleicht, wer weiß. Irgendwer wird angeschrien gerade. Naja, schön. Wir spielen das DSA-Abenteuer Träume von Tod aus der Splitterdämmerungszyklus, falls ihr hier gerade neu irgendwie zwischendurch reinzappt. Wir nutzen nicht die DSA-5-Regeln, nicht die DSA-4-Regeln, überhaupt gar keine DSA-Regeln. Wenn überhaupt, dann sind es veränderte Regelungen aus dem Wege der Meisterschaft, einem der Alternativregelwerke. Und eigentlich ist das hier eine relativ freie Erzählrunde. Wir spielen, ja, man könnte es vielleicht auch Impro-Theater irgendwie nennen oder so. Die Übergänge sind da ja fließend. Von daher werdet ihr hier auch irgendwie keine Mechaniken oder sowas lernen können. Wir sind hier für die Geschichte da. Das bedeutet gleich auch, dass wir nicht, wenn wir spielen, wahrscheinlich nicht auf den Chat eingehen können. Wir können natürlich austauschen und uns anschreiben und so. Und später reagieren wir da bestimmt auch drauf. Aber erwartet es nicht, dass wir irgendwie da groß reagieren, wenn wir uns im Spiel befinden. Ist das nicht immer möglich. Verzeihung. So.
Genau, wir lesen die Nachricht natürlich auch. Sierra schreibt es ja gerade auch noch. Sind ja auch nicht immer alle gleichzeitig im Spiel befasst. So. Ja, und ich zeige euch noch mal ganz kurz, wo wir uns befinden. Wir befinden uns in Aventurien, in der Rabenmark, in der östlichen Rabenmark. Die ist besetzt von Vunitod-Paktierern und Anhängern, da sie ein Überbleibsel ist von Borberats Eroberungen. Die Ostrabenmark soll jetzt befreit werden durch westliche Truppen. Das Mittelreich sendet ein großes Heer zur Befreiung. Den Todeswall, der einst als unüberwindbar galt, haben die Helden quasi für das Heer schon geräumt. Und jetzt sind sie dabei, den Weg nach Altzoll, die Hauptstadt der Rabenmark, frei zu machen, beziehungsweise für das Heer vorzubereiten. Und sie sind in dem kleinen Dorf, also Dorf, Stadt, sie sind in der kleinen Stadt Geisfeld. Findet ihr auf der noch weiter westlichen Seite. Wenn ihr die Hauptstraße lang geht, seht ihr da Geisfeld. Also noch nicht weit in den Osten vorgedrungen. Und dort haben sie einiges schon erlebt. Die Stadt wird von Trollzackern angegriffen, von Barbaren. Und angeblich klauen diese Barbaren Kinder. Allerdings habt ihr auch herausgefunden, dass die Barbaren genau das Umgekehrte behaupten, nämlich dass die Städter die Kinder klauen. Ihr habt auch mitgekriegt, dass die örtliche Drachengarde, das ist der militärische Arm des Nekromantenrats der Ostrabenmark, ehemals die Staatstruppe des untoten Drachen Razazor, deswegen heißt sie Drachengarde. Die interessieren sich zumindest für bestimmte Kindergruppen. Besonders für Kinder, die geregelten Elternverhältnisse haben. Um das mal so auszudrücken. Und beim letzten Mal hatte Jandrik sich aufgemacht, die Holzacker noch einmal zu befragen und hat herausgehandelt, dass die sich dem Heereszug gegen Altzoll anschließen wollen. Und Mora hatte bei dem örtlichen reichsten Mann, der in Geisfeld hausiert, in einer riesen Villenkomplex, ja, den Schwarzbach, dem gehört quasi fast die ganze Stadt, da hat sie eine Art Freibrief herausgehandelt. Und Astanio und Osko haben Informationen bei der Bürgermeisterin eingeholt und sich da ein bisschen unbeliebt gemacht. Und zumindest Astanio. Gut, dass er einen falschen Namen verwendet hat. Ja, und heute wollen wir uns anschauen, was Jardin Schwarzbach für die Stadt irgendwie so ausrichtet, denn es steht ein großes Fest an. Und da gehen wir gleich auch hin. Wir spulen die Zeit ein bisschen nach vorne. Ein bisschen Zeit vergeht. Jandrik ist noch nicht nach Geisfeld zurückgekehrt, aber er ist auf dem Weg. Es dauert ja mal ein bisschen, bis man aus den Bergen wieder zurückkehrt, auch wenn er schnell reist. Und weiß deswegen auch noch nicht genau, was es mit dem Fest und so auf sich hat. Wahrscheinlich werden die anderen ihm eine Nachricht hinterlassen, dass das Fest stattfindet und er eingeladen ist. Damit er das auch findet. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wo es uns heute so hinführt. Lieber, sind die Leute nicht vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Sei denn einer von euch hat vorher noch irgendwas zu ergänzen, was ich vergessen habe. Betretenes Schweigen. Immer gut. So. Insgesamt hat Jandrik fast einen ganzen Tag bei den Trollzackern verbracht und ist auf dem Rückweg Richtung Geisfeld, sieht schon die Stadtmauern vor sich. Das Stadttor ist auffällig geschmückt im Vergleich zum letzten Mal, als du hier warst. Es
Girlanden aufgehängt worden. Und wenn du durch das Stadttor ins Innere schaust, siehst du, dass ja auch über den Straßen bunte Laternen aufgehängt sind. Und Symbole von Weinreben überall an die Straßenwände gemalt sind. Sogar die Drachengardisten, die das Tor bewachen, sind mit einem bunten Überwurf etwas farbenfroher gekleidet als die, die du das letzte Mal gesehen hast. So nähert sich Jandrik dem Tor, während Mora, Osko, Elena und Astanio sich herausputzen in die feinsten Kleider, die sie noch finden können, und sich ein bisschen herrichten für das große Fest, von dem Mora eine Einladung besorgt hat. Ihr seid unterwegs hoch zum Anwesen von Jardin Schwarzbach, der das Fest ausrichtet. Und der Tag war sehr geschäftig, zumindest für Mora, denn sie hat tatsächlich den Freibrief von Jardin Schwarzbach bekommen, überall in der Stadt herumstöbern zu können, zumindest für diesen Tag. Und hat einiges herausfinden können, jedoch nichts, was euch bis jetzt auch nicht weiter bekannt war. Sie hat bei der Bürgermeisterin noch einmal in die privaten Gemächern nachschauen dürfen, aber dort nichts weiter gefunden, und hat auch bei der Drachengarde, auch wenn sie dort immer beobachtet wurde, wenn sie irgendetwas durchsuchen wollte, Einsicht in die Akten und Dokumente bekommen, aber auch hier ist nicht sonderlich viel an Informationen zustande gekommen, außer dass es tatsächlich Befehle gibt, hier in den westlichen Landen der Ostrabenmark nach Waisenkindern zu suchen und sie zurück nach Altzoll zu bringen. Diesen Befehl hast du tatsächlich gefunden, fein säuberlich abgeheftet in einem in einer Aktenmappe. Die Drachengardisten waren gar nicht erfreut darüber, dass jemand sich so Zugriff auf ihre Aktenlage und haben Beschwerde angekündigt bei der Bürgermeisterin und bei Jardin Schwarzbach. Ansonsten ist der Tag ziemlich schnell vorbeigegangen, auch weil sich das ganze Volk des Dorfes, der kleinen Stadt, sehr darauf eingerichtet hat, auf dieses Fest. Und den ganzen Vorabend, der jetzt schon stattfindet, ist auch schon geprägt davon, dass überall geschäftiges Treiben, vor allen Dingen in eurer Gaststätte, in der ihr untergekommen seid, spielt schon wieder eine kleine Kapelle, und auch der Gaukler, der große Slavian, tritt auch schon wieder auf und gibt sein Bestes und hat einen prall gefüllten Gauklerhut schon, mit dem er sich an die Theke gesetzt hat, als ihr ihn das letzte Mal gesehen habt. Den Leuten scheint es gut zu gehen, es werden draußen wie drinnen Feste gefeiert, und die einen oder anderen kann man durchaus unterscheiden von dem normalen Pöbel der Stadt, die nicht auf das Fest auf dem Villenanwesen eingeladen sind, denn diejenigen, die eingeladen sind, kann man an der feinen Kleidung und den als Einladung fungierenden Masken erkennen. Und auch ihr habt alle eine Maske bekommen. Die hat Mora für euch besorgt von Jardin. Und jetzt ist es an Mora, Elena, Osko und Astanio, schnell Richtung Anwesen zu reisen, damit ihr rechtzeitig zum Fest kommt. Nicht ohne Jandrik einen Brief zu hinterlassen, wo ihr denn seid, gepaart mit einem mühsam ausgesuchten Kleidungssatz und der Maske, die als Einladung zählt. Und natürlich dem Hinweis, dass dort heute einiges passieren wird. Und so befinden sich Mora, Elena, Osko und Astanio herrlich darauf achtend, im Schneematsch der Straße nicht sonderlich die feinen Schuhe zu beschmutzen, auf dem Weg die Anhöhe hinauf, während Jandrik noch auf das Tor zuläuft. Und vielleicht starten wir einmal kurz dann an Jandriks Stelle,
wie er das Tor passiert, die Straße entlangläuft und das geschäftige Treiben und die Festivitäten beobachtet und zurückkehrt in die Gaststube, in der ihr ja untergekommen seid. Jandriks Geist ist noch ganz erfüllt von den Informationen, die er erhalten hat und den Schlussfolgerungen, die sich daraus ziehen. Ach, die Kinder werden von der Drachengarde entführt. Das ist alles, was er denken kann. Das ist alles, was er denken kann. Wir müssen weiter. Und so davon überzeugt, dass nun seinen Freunden berichten zu können, um so bald wie möglich aufzubrechen, tritt er hinein in die Stube und sieht diesen Brief, liest ihn, versteht nicht, ein Fest. Was wollen wir jetzt auf einem Fest? Er versucht nochmal, in diesem Brief zu erkennen, was sie da wollen auf diesem verdammten Fest. Steht da was? Man hat sich versucht, kurz zu halten und wenig Informationen zu hinterlassen, weil wer weiß, wer diesen Brief denn irgendwann mal lesen wird. Der einzige wichtige Hinweis ist, komm so schnell wie möglich nach, denn es wird einiges passieren dort. Und Jendrik denkt sich ein Fest, wo die wichtigsten Personen dieser Stadt sich versammeln. Und dann zieht er das Gewand an und die Maske. Und geht los. Während die anderen vier auf der Anhöhe langsam schon die Wachen vor dem Anwesen von Schwarzbach in Sicht bekommen, die gerade ein paar Bauern abweisen müssen und mit ihnen an ein kleines Gerangel gekommen sind. Aber die Bauern müssen sehr schnell feststellen, dass sie keine Chance haben, an diesen da jetzt doch schwer bewaffneten Gardisten vorbeizukommen. Man hat den Weg hoch zum Anwesen hinter dem Tor mit Fackeln versehen, sodass es schön beleuchtet ist. Weiter oben am Villengelände hängen viele bunte Laternen. Ein bisschen Musik klingt herunter. Mora ist die ganze Zeit schon angespannt. Sie hat das neue Outfit an, was Jardin ihr versprochen hatte. Sie hat es sich selbst ausgesucht, denn das, was er vorgeschlagen hat, war widerlich pompös in ihren Augen. Sie hat sich für etwas sehr Feines entschieden, sehr hochwertig. Und lang ist es her, denkt sie sich, dass sie das letzte Mal so teuren Zwirn getragen hat. Es muss vielleicht das letzte Fest von Schwarzbach gewesen sein. Dieser Tag im Sommer auf dem Weinberg. Und die Erinnerung schweift tatsächlich einmal kurz dahin. Auf diesen Weinberg, diese Opferung, die stattfinden sollte. Und sie versteift sich in diesem Moment. Und wird wieder blass. Noch blasser, als sie eh ist. Dann strafft sie noch einmal den Rücken, räuspert sich und treibt das Pferd wieder ein bisschen schneller an. Versucht an den Bauern und Gardisten vorbeizukommen. Ihr dürft euch los sein. Ihr da beiseite. Lasst die edlen Herren und Damen durch. Und sie treibt das Pferd an und vertraut darauf, dass die anderen ihr folgen. Und diesen Ton, den sie anschlägt, und diese Haltung, die sie hat, ist so ganz anders, als sie sich sonst gibt. Sonst so mausgrau, wie sie auftritt. Aber jetzt hat sie etwas anderes an sich. Einen stechenden Blick, eine noch düstere Miene. Und sie seufzt immer wieder. Muss sich selbst auf die Zunge beißen. Und reitet weiter zu Jardin Schwarzbach. Elena, die immer noch ihre
Ja, ein Teil ihrer Rüstung trägt. Tatsächlich hat sie das sich nicht nehmen lassen, weil sie immer noch mit Mora abgesprochen die Rolle der Leibwächterin auch an diesem Abend spielen wird. Sitzt auch sehr gerade und aufrecht im Sattel. Und passt auf, dass sie nicht mehr als eine halbe Pferdelange Abstand zu Mora hält. Und sobald sie ankommen, wird die Lena aus dem Sattel springen und Mora das Pferd halten, dass ihre Herrin natürlich absteigen kann ohne Probleme. Die Lena wirkt vielleicht anfangs etwas unkomfortabel in der Kleidung, die sie trägt, aber ja, sie hat halt praktische Sachen angezogen, die trotzdem gut aussehen. Sie will ja, bereit sein. Sie hat zwar keine Lust auf den Abend, aber für die anderen wird sie es tun. Für die Zukunft des Landes. Und als Mora ihr die Zügel in die Hand reicht, tritt sie ein wenig näher an die Amazone heran. Lass dich nicht provozieren von ihm. Nicht von ihm, nicht von keinem sonst. Und wenn Jandrek kommt, dann müssen wir auch ein Auge auf ihn haben. Von Nastanio mal ganz abgesehen. Dieser Abend wird schwierig. Aber wir müssen ein wenig durchhalten. Kontenance bewahren. Und ich sage dir, es wird widerlich. Es wird schwierig. Aber du und ich, wir schaffen das. Ja, ich werde ein Auge auf Jandrek haben, sobald er da ist bei Astanio. Glaube ich, brauchen wir uns weniger Gedanken machen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass keiner durchdreht bei dem, was auch immer da kommt. Ich hoffe, denn ich werde meine Fassung bewahren, egal was kommt. Und naja. Ich sage nicht, egal was kommt. Ja. Ich sage nur, naja, egal. Wir können es eh nicht herbeiwünschen. Wir werden das Beste aus diesem Abend machen. Nach dir, meine Liebe. Und Mora tippt sich tatsächlich an den Hut, den sie jetzt wieder trägt, nimmt ihn ab vor die Brust und tritt ein in das Anwesen. Wie selbstverständlich bewegt sie sich hier. Die Lena weicht ihr nicht von der Seite oder einen halben Schritt hinter ihr. Beobachtet aufmerksam die Leute, schaut aber auch kurz nach den anderen beiden, Rastani und Osko, dass sie nicht zu weit sich von ihr und Mora entfernen. Kommt ihr zwei? Ja, wir sind gleich da. Gehen Sie nur weiter vorn, Wächterin. Osko würde sich ein wenig zu Astanio rüberlehnen und ihm ins Ohr flüstern. Hättet ihr mir vor 3 Wochen gesagt, dass ich in einem rosa Kleid mit einer Maske verkleidet auf einem Ball stehen würde, hätte ich euch auch nicht geglaubt. Hätte ich gewusst, dass das Teil dieser Reise ist, wäre ich auch nicht mitgekommen. Ich korrigiere dich, mein Lieber. Hemd. Orasisches Hemd. Es ist mir wurscht, wie es sich schimpft. Es sieht furchtbar aus. Es schaut immer furchtbar aus. Oder glaubst du, ich mag es, in diesem Film herumzulaufen? Nein. Also ich hoffe zumindest nicht. Es ist furchtbar unpraktisch. Irgendwo juckt es auch im Rücken. Ach, dich juckt es nur am Rücken. Na, das ist ja... Ach, Astanio reibt seine Beine gegeneinander. Nun gut, sollen trotzdem nicht auffallen. Diese blöde Maske nicht vergessen. Man nimmt euch natürlich die Pferde ab, absetzen, dann die Treppe hinauf zum Anwesen gehen. Jetzt wird die Musik auch schon lauter. Hier Fiedeln kann man hören und einige Handharfenklänge sind zu vernehmen. Noch ein bisschen durch das Mauerwerk gedämpft. Zwei auffällige Gestalten stehen rechts und links neben dem großen geöffneten Eingangstor des Villenkomplexes. Ein etwas dicklicher, aber auch sehr großer Mensch mit langen schwarzen Haaren und keiner Maske auf, dafür einem Tuch um den Hals, das sehr, sehr weitläufig ist, was man wohl auch über Mund und Nase ziehen kann. Eine auffällige, Tagunitot-gefällige Tätowierung auf der Stirn. Schwarze, durchstechende Augen und eine dicke Rüstung
und einen langen Speer, auf den er dich stützt. Auf der anderen Seite eine etwas grazilere Figur. Eine Frau mit langen, blonden Haaren. Grimmig dreinblickend, ebenfalls ohne Maske. Und für Elena auffällig in einer, ja, zumindest der Amazonentracht ähnlichen Kleidung. Deutlicher Teint. Und wenn ihr näher sie betrachtet, kann man an den Ansätzen des Haarschopfs sogar merken, dass die blonden Haare etwas wahrscheinlich eingefärbt sind, denn hier kommen dunkle Haare zum Vorschein. Auch sie gerüstet, jedoch wesentlich eleganter als der dickliche Mann, und ein Krummsäbel an der Seite. Die beiden beobachten jeden Einzelnen, der reingeht in das Anwesen, und nicken den einzelnen Leuten zu. Wie selbstverständlich versucht Mora zwischen ihnen hindurchzutreten. Kurz nickend, aber sie zögert nicht. Kurz bevor ihr daran seid, durchzutreten, hält er, der dickliche Mann, die Gestalt oder den Mann oder die Frau, man kann es nicht ganz erkennen, weil es eine lange Robe ist, die Gestalt trägt, kurz mit einer schnellen Bewegung des Speeres auf. Die Spitze des Speers deutet deutlich auf die Brust der Gestalt vor euch. Stopp! Mora bleibt stehen, schaut aber nicht sonderlich beeindruckt. Ihr bemerkt, wie die Gestalt unter diesem Umhang anfängt, ein bisschen zu zittern. Was meinst du wohl, was du hier machst? Ich habe eine Einladung. Eindeutig eine sehr hohe, wahrscheinlich junge männliche Stimme. Du hast eine Einladung. Die Maske, ich habe die Maske auf. Dann greift der Dicke mit seiner Pranke, die wirklich eine Pranke ist, mit der anderen Hand, in einer schnellen Bewegung an seinem Speerspitze vorbei und reißt dem jungen Mann die Maske vom Kopf. Das ist eine Fälschung. Gleichzeitig schnellt sein Knie nach vorne und trifft den Unterleib des Mannes, der krauchend und quietschend in den Dreck nach unten gezogen wird. Belisha, schaff ihn weg. Die Frau geht nach vorne, packt ihn hinten am Schlawittchen und zieht ihn ins Haus hinein. Und dann außerhalb eures Sichtfelds. Dann blickt der Mora an. Nun zu euch. Ein prüfender Blick. Das Funkeln in den Augen deutlich zu erkennen. Dann nickt er nur und macht euch Platz. Hab Dank. Die Maske noch in der Pranke. Den Speer immer noch im Ansatz. Nun, und sie geht weiter, wartet aber kurz darauf, blickt über die Schulter zu den anderen. Ja, Astanio, der hinter Elena geht, wird bemerken, dass sie sich kurz angespannt hat, so für einen Hauch einer Sekunde, als sie die schwarze Amazone gesehen hat. Aber Elena entspannt sich dann auch doch wieder, soweit es denn möglich ist, und folgt entsprechend Mora. Immer noch mit dem halben Schritt Abstand, weil sie ja ihre Leibwächterin ist, dass sie nicht aus den Augen verliert. Ja, Stanio wird das zwar bemerken, wird aber nicht aus der Rolle fallen und mit der Nase leicht weit oben stolz voranstapfen, so wie er es immer bei den großen Herrschaften, als er noch in der Armee gedient hat, gesehen hat, geschwungener Gang und leicht federnd. Und Osko wird Astanio auch auf Schritt und Tritt folgen, die Rolle, die sie gerade spielen, versuchen beizubehalten und ein wenig hochgestochen
ins Gespräch zu kommen mit dem guten Herrn Adalbert. Wenn du dann mit Adalbert, während ihr an dem dicken Mann vorbeigeht, ein Gespräch beginnst und ihn mit Namen ansprichst, zischt die Ranke nach vorne mit der Maske und drückt sich gegen Oskos Brust. Ich schau den Herrn. Ein funkelnder, grimmiger Blick. Keinen Namen. Ich verstehe. Finden Sie bitte... Nickt und lässt dich vorbei. Dann nickt Osko dem Wächter zu und geht dann auch schnell weiter. Ihr werdet in eine große, gut gefüllte Haupthalle gebracht des Villenanwesens. Das ist irgendwie so ein Innenhof, der flankiert ist von mehreren Gebäudekomplexen. Man hat ein Tuch gezogen über die freie Öffnung, die den gen Himmel zeigt. Überall hängen Lampignons. Hier sind auch die Spielmannsfrauen und Männer gut zu sehen, die schnell aufspielen, lustige Lieder. Einige Leute tanzen auch schon. An den Eingängen zu den Gebäudenkomplexen nach innen stehen gut gerüstete Söldner, könnte man schon sagen. Mit unterschiedlichsten Rüstungsarten und Typen. Keine Drachengardisten. Wobei ihr einen schon gesehen habt, allerdings ohne Helm und mit Maske. Und in dem Moment kommt Jandrik auch auf den Eingang des Anwesens zu. Die ersten paar Wachen haben dich durchgelassen, die Treppe hoch. Und dann siehst du auch die beiden, den dicken Mann und inzwischen, ich glaube, wenn du ankommst, siehst du nur den dicken Mann, der da steht mit seinem Speer und dich funkelnd anschaut und dann dir zunickt und dich vorbeilässt. Ja, ohne ein großes Wort nicke ich nur und geh vorbei. Dann betritt auch Jandrik irgendwann diesen Mittelhof und es ist an euch jetzt wiederzufinden und im ganzen Getümmel. Überall laufen leicht bekleidete Männer und Frauen herum, ebenfalls mit Maske, aber dafür mit ganz vielen und gut gefüllten Tabletts mit Getränken drauf. Mora würde sich ein Weinglas auf jeden Fall genommen haben und es immer gut sichtbar vor sich halten, aber nie dran nippen. Und dann irgendwann würde sie ihn sehen. Da bist du ja. Ja, den Schwarzbach ist vertieft in ein Gespräch mit einem maskierten, dicklichen, kleinen Mann. Vielleicht ist es sogar ein Zwerg. Man weiß es nicht. Es ist sehr klein, der Mann. Hat einen auffälligen Bart, der allerdings ziemlich kurz ist. Aber dafür umso mehr mit Verzierungen an kleinen Perlchen da drin. Verzeihung, sagt er. Ich muss mich mal hier kurz. Mora! Und. Ja, den. Schön, dich zu sehen. Und sie prustet ihm zu. Ja, ich sehe. Ja. Du mein Glas dich ist, nicht um. Mein Glas ist leider leer. Hallo! Ich habe gehört, du sitzt ja an der Quelle daher. Ja, das kann man so sagen. Und ihr habt auch schon ein paar Gläser geholt. Ja, schön, dass deine Leibwächterin auch kommen konnte. Und du hast noch... Ich wusste, sie gefällt dir. Ja, sehr. Ich muss dir gleich auch was zeigen. Ist eine neueste Errungenschaft. Okay. Solange du sie mir nicht abspenstig machst, sie ist immer noch in meinem Lohn und Brot. Da möchte ich dich nur darauf hinweisen. Der verdoppelte Preis war ja nicht hoch genug. Du zahlst so gut, Mora. Ich zahle so gut, dass sie mir nicht abtrünnig wird. Also. Und sie ist loyal. Hat der Freibrief denn was gebracht? Ach. Ein paar pikante Details, aber
Leider nicht so viel, wie schön wäre, muss ich sagen. Wenn du willst, wir können jetzt direkt darüber sprechen. Ja, nicht hier im ganzen Getümmel. Siehst du? Vielleicht zu späterer Stunde. Wenn ihr euch gütlich tun wollt, die Getränke sind frei und wenn ihr da hinten durch die Türen geht, kommt ihr in die Ruhezone. Verstehe. Nun, ich habe für alles gesorgt. Es sind sogar Elfen dort. Die waren teuer. Ich wollte gerade sagen, dass ich nicht frage, was das dich gekostet hat, aber ich sage ja, du lässt dich nicht lumpen. Schön. Ja. Wie beim letzten Mal. Nur das letzte Mal hat der Elf ja leider nicht überlebt. Daran da warst du schon weg, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Aber der Schexenmensch ist noch da. Den fandest du doch so faszinierend beim letzten Mal. Was kümmert mich mein Geschwafel von gestern, Jardin? Ich schaue mich mal um. Ja. Und, wenn du schon in reizender männlicher Begleitung bist. Sie sagt so, ja, Reisegefährten. Nur die beste Gesellschaft. Ich dachte mir, dass du nicht alleine unterwegs bist mit Kontakte zum Horasreich also. Das erklärt vieles, wenn auch nicht alles. Ich glaube, für jede Frage, die du mir stellst, sollte ich mir Geld geben lassen. Dann würde ich arm werden. Und ich könnte die Informationen sonst auch gut verkaufen. Das könntest du. Aber zu späterer Stunde stehe ich dir natürlich gerne Rede und Antwort. Wir sehen uns vielleicht mal zu späterer Stunde im Ruhebereich. Vielleicht. Sie verdreht die Augen und muss sich gerade abwenden, um nicht einen angewiderten Gesichtsausdruck ihm kenntlich zu machen. Elena, die die ganze... Oder willst du da Andrik erst machen? Ja, ich ganz gleich. Andrik, kommt genau in diesem Moment auf den Innenhof, während Mora mit Jardin Schwarzbach spricht. Und auf der rechten Seite neben dir wird auf einmal eine Tür geöffnet, als du noch auf der Schwelle zum Innenhof stehst. Und leichtes Geröchel kannst du hören aus dem Zimmer dahinter. Eine drahtige, gerüstete Frau mit dunklem Teint und langen blonden Haaren und schwarzem Ansatz tritt heraus, guckt dich dann finster an. Also Platz da! Schließt die Tür laut hinter sich. Ich trete zur Seite, ohne groß was zu sagen, und versucht dann selber so ein bisschen im Getümmel, besser gesagt in den Schatten, zu verschwinden. Jandrik bemerkt, dass sie, als sie die Hand hebt, während sie gesagt hat, dass sie ein bisschen rote Zähne hat. Mhm. Ja, Jandrik hält diese Frau im Auge, aber es interessiert ihn doch jetzt, was da drin ist. Diese Tür, die ist zu. Hat sie hinter sich zugezogen, ja. Aber nicht geschlossen. Nicht zugeschlossen. Hast du nicht gesehen, dass sie einen Schlüssel benutzt hat, ja. Dann bleibt Jandrik erstmal dort eine Weile, verschmilzt mit den Schatten und wartet auf eine gute Gelegenheit. Vielleicht gibt es da ja einen anderen Eingang rein. Also das ist halt ist direkt auf der Schwelle zum Innenhof. Da stehen halt auch nochmal zwei Wachen direkt. Mhm. Und an dir vorbei strömen gerade die Besucher, die alle nach innen wollen. Dann ströme ich erstmal weiter und bleib aber an diesem Gebäude. Da muss ja irgendwie was ein Gebäude sein. Und will da an der Seite entlang an der Mauer, um scheinbar zur Lust zu wandeln. Dann kommst du auch an einem Fenster vorbei, das geschlossen ist, was wohl zum gleichen Raum führt. Da oben gibt es ein Dach? Darüber gibt es auch ein Dach, ja. Also das, ja. Von hier aus ist das schwer zu erreichen, weil ein Tuch oben drüber gespannt ist. Mhm. Aber von außen bestimmt. Ja, ich schaue mal. Ich schaue mich ein bisschen um, behalte das aber im Hinterkopf.
Der Komplex hat auch ein Flachdach, das hast du gesehen, ja. Vielleicht kommt man von da aus hin. Ich überlege schon mal, wie man auf dieses Flachdach kommen könnte und laufe dabei weiter. Ich will noch nicht groß auch von den anderen gesehen werden. Ich will mich hier erstmal umschauen. Dann Elena. Ja, Elena hat die ganze Zeit halt auch diesen halben Schritt hinter Mora gestanden und sehr konzentriert geatmet, um einfach keine Miene zu verziehen und einfach sich darauf konzentriert, der Sturm im Kopf, ein Gebet an Rhonda geschickt, um sich einfach konzentrieren und nicht keine Miene verziehen zu müssen. Weil das, was da besprochen wurde, war schon ziemlich, fand sie schon ziemlich seltsam und abartig auch. Während Mora mit Schwarzbach geredet hat, ist die kleine Gestalt neben Schwarzbach, mit dem er eben geredet hatte, auffällig auf dich geblickt und du siehst hinter der Maske die Blicke so auf und hoch und runter wandern. Ich gucke ihn einmal kurz und böse an und dann ignoriere ich ihn aber. Also mit so einem lass mich bloß in Ruhe Blick und würdige ihn keines weiteren Blickes. Als ihr euch abwendet und eure Wege geht, kann man noch so eine hören. Und dann verschwindet das Gespräch im Stimmengewirr um euch herum. Lena kommt diesmal nicht umhin, so ein bisschen schief zu grinsen. Und wir sind ein bisschen stolz auf sich. Mora dreht eine Runde durch den Hof. Achtet darauf, dass sie immer in Flüsterreichweite zu Elena ist. Beobachtet die Gäste, das Treiben. Prägt sich die Gesichter ein. Je nachdem, vielleicht ein paar alte Bekannte. Sie sind ja alle hinter Masken verborgen, das ist das Problem. Ja. Das Gebäude kennt sie. Dann tritt sie irgendwann in einen Gang ins Gebäude hinein, um ein wenig ungestörter mit Elena reden zu können. Sie schaut den Gang auf und ab, wartet kurz, dass keine neugierigen Ohren ihnen zuhören und nickt dann in eine Richtung des Gangs. Elena, den Gang entlang, dann die Treppe runter, die zweite Tür rechts, dann eine weitere Treppe hinunter. Da sind die Kerker. Für den Fall, nein, nicht nur für den Fall, sondern wenn dieser Dieb tatsächlich heute geopfert wird. Wenn Jandrik doch hier wäre. Vielleicht ist er das schon, aber du kennst ihn. Wenn er nicht gesehen werden will, wird er nicht gesehen. Er ist ähnlich wie du. Ja. Und, aber mich besser sieht keinen heute. Namen. Ja. Nur falls wir keinen Ausweg finden, dann musst du da runtergehen und den armen Tropf befreien. Das kriege ich hin. Dann wird es halt eine große Enttäuschung für diese Feier, aber. Niemand hat es verdient, so hingerichtet zu werden. Das hat wirklich niemand. Gibt es denn unten noch einen zweiten Weg raus? Ich glaube nicht. Du müsstest wieder auf jeden Fall ins Erdgeschoss kommen und dann vielleicht durch ein Fenster. Zur Not. Ja. Einfach seine Zelle öffnen. Dann ist er seines eigenen Glückes Schmied. Aber ich weiß nicht, wie gut er bewacht wird. Das ist die Frage. Ich meine, hier oben stehen mehr als ein Dutzend Wachen. Das sich einiges kosten lassen. Ja, und leider haben zu viele Männer schon Blicke auf dich geworfen. Wenn du zu lange wegbleibst, fällt es auf. Meine Nase sollte man hier am besten den ganzen Abend sehen. Ja, den würde auffallen, wenn ich zu lange verschwinde. Deswegen müsst ihr heute agieren. Alles, was nicht gesehen und gehört werden darf. Ich werde mein Bestes geben, auch wenn es mir etwas
Naja, aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Mhm. Und was meinte er gerade mit noch so einer? Hast du die Dame am Eingang gesehen? Ja, sie ist mir aufgefallen. Das ist eine dämonenpaktierende Amazone. Und scheinbar hält dieser kleine Mann mich auch für eine von denen. Soll er glauben, was er glauben will? Besser ist das, wenn er sich nicht mit mir anlegt. Wenn er ein bisschen Angst vor mir hat. Ist doch gut. Ein Deckmantel, den du mir nicht selber spinnen musst. Ja. Naja, dann wollen wir uns amüsieren. Und sie tritt wieder in den Hof hinaus. Nach euch, meine Liebe. Osku wird gestreift von einer maskierten Gestalt in einem prunkvollen, hellen Gewand. Oh, Verzeihung. Nicht doch. Ihr habt ja noch gar kein Getränk. Oh, ich warte gerade auf eine der Damen. Fürwahr, ich bin auch langsam am Verdursten. Was trinkt ihr denn? Oh, ich denke, ich werde mich hier an dem Wein bedienen. Und Sie? Ah, Wein klingt gut. Ausgezeichnet. Der beste Wein, ganz Rabenmark gibt es hier. Ich habe schon einiges darüber gehört. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Teuer, aber gut. Naja. Nichts anderes zu erwarten. Euer Akzent, kommt hier nicht von hier? Nicht direkt, nein. Hm. Aber aus der, naja, Umgebung quasi. Euer Hemd verrät, ihr kommt aus dem lieblichen Feld? Ach. Nein, nicht wirklich. Wir haben diese Kleider nur ergattern können. Verstehe. Uns wurde gesagt, es sei die neueste Mode drüben. Hm. Ihr wart also nicht dort? Nein. Oh, wie schade. Ich hätte so gern neue Geschichten gehört. Wo kommt ihr her? Ja, aus Schwarzhöhe. Und ja, es erscheint unglaubwürdig. Aber sagen wir so, wir haben mit unserer alten Heimat abgeschlossen. Ja, das ist auch besser so. Das sind ja Wilde fast, die da haben, die da... Ja, absolut. Auch wenn in einer kleinen Ecke meines Herzens dieser Fakt doch bedauert wird. Aber naja, da erkennt man den Unterschied zwischen einer gebildeten Schicht und, nun ja, Schwarzhöhe. Euch hat es die Sprache verschlagen? Ja, Verzeihung, ich verstehe. Ja. Ich hole euch dann mal einen Wein, nicht wahr? Wartet hier kurz auf mich. Danke. Osko würde darüber nachdenken, ob er die Stimme schon einmal gehört hat, beispielsweise bei den öffentlichen Lesungen, bei dem Unterricht. Irgendwoher kommt dir die Stimme bekannt vor, aber du kannst jetzt nicht einordnen, woher. Mhm. War eindeutig eine männliche Stimme, irgendwie mittleren Alters. Schwer zu sagen. Generell würde Osko vor allen Dingen seine Ohren einmal über die Menge quasi schweifen lassen und versuchen, einige Stimmen rauszuhören, die er aus den Unterrichtsstunden kennengelernt hat. Er hatte ja sich zuvor mit einigen Dorfbewohnern und auch angeseheneren Leuten und über den Unterricht und über das ganze Prozedere unterhalten. Mhm. Du erkennst relativ wenige Stimmen wieder. Auf jeden Fall wirst du die Stimme des Schreibers wiedererkennen. Vielleicht noch ein, zwei andere, aber auffällig wenige Stimmen kommen dir hier bekannt vor. Bei Osko war ja auch nur bei den etwas einfacheren Leuten unterwegs. Ja. Osko würde das dann still so hinnehmen, beobachtet dabei mehr die Menge, steht etwas mehr am Rand, nicht im Zentrum des Innenhofes. Und begutachtet gleichzeitig das Fest, weil so muss sich Osko irgendwo eingestehen, ist das eines der ersten Feste, die er so richtig feiern kann. Oder wo er zumindest eingeladen wurde. Es ist eine ausgelassene Stimmung. Wird viel getanzt und getrunken. Immer wieder goffen jetzt auch mehr einige von diesen KellnerInnen herum mit auch mit so leichten Canapés. So, wahrscheinlich sind das irgendwie sowas wie Törtchen oder
was Ähnliches. Das kann man schwer einschätzen. Aber sie duften vor allen Dingen ziemlich gut. Mhm. Oskar wird schon interessiert. Also die Augen kneifen ein bisschen in Interesse zusammen unter der Maske. Aber gleichzeitig kommt in ihm so ein gewisser Konflikt auf mit dem, was er immer gelernt und was ihm gepredigt wurde von Bescheidenheit, sich zurücknehmen und nicht der Völlerei hinzugeben. Und so, wenn er darüber nachdenkt, ist es eigentlich genau so etwas, was ihm immer oder wovon ihm immer abgeraten wurde von seinem Lehrmeister, sich auf solchen Feiern irgendwie zu sehr hinzugeben. Es wirkt auch sehr hedonistisch, also ausgelassen. Gleichzeitig aber ist da irgendwo auch dieser nagende Gedanke bei Osko, dass er das irgendwie in seiner Kindheit so etwas sich auch immer mal gewünscht hätte, einmal auf so einer Feier gewesen zu sein, einmal ausgelassen den Wein zu genießen. Deswegen ist er gerade mit sich etwas erst am Hadern, was er jetzt genau tun soll, wie er sich verhalten soll. Aber am Ende obsiegt dann doch der Gedanke der Mission, auf die er gerade hier ist. Und des Informationen-Einholens, was er hier gerade versucht. Und würde dann sich dann, als er dann diesen Gedanken beendet hat, auch wieder nach der Person umschauen in dem gelb-goldenen Anzug. Ja, noch ist sie nicht im großen Getümmel wieder zu erkennen. Gleichzeitig dreht sich Osko einmal um und schaut, ob er Astano irgendwo sehen kann. Tanjo steht inmitten der Mengen. Er versucht, auffällig, unauffällig zu sein. Und nippt dann und wann an einem Glas Wein, das er sich von einem der Servierern einfach vom Tablett geschnappt hat, und schaut interessiert, dreinblickend herum, ist aber innerlich komplett damit beschäftigt, militärisch den ganzen Platz abzuscannen. Fluchtwege, Soldaten, irgendwelche geheime Gassen, auffällige Persönlichkeiten. Es gibt vier Auswege von hier, den einen, durch den ihr gekommen seid, dann noch drei große andere, irgendwie, wo auch die Söldner vorstehen. Und eine kleine Tür, durch die Mora mit Elena verschwunden ist. Nach oben ist das Ganze mit dem Tuch halt abgedeckt. Überall sind Lampignons. Auf dem Hofplatz vor dir ist das große Treiben. Die Türen sind alle zu sonst, außer die Eingangstür, durch die ihr gekommen seid, und eine weitere Tür zu deiner Rechten. Wie ist die Information zu der Streitkraft, zu den Streitkräften? Wie viele sind da? Sind überhaupt welche da? Du siehst nur die jeweils zwei Wochen vor den Türen. Also insgesamt 8. Okay. Die könnte man also zur Not ausschalten. Ja, und der eine Drachengardist, der mit Maske hier sich gerade gütlich tut, an mindestens schon dem 5. Wein. Den rechnet das Tanjo schon raus, der ist nutzlos. Aus militärischer Sicht hätte man ihn damals degradiert für solche Aktionen, aber gut, wir sind hier in anderen Landen. Und das Tanjo wird, wenn er sich so umblickt, dann auch noch wieder Osko entdecken und grazil zu ihm herüberstolzieren. Aber da rempelt ihn jemand an. Astanio kommt ein bisschen ins Straucheln. Die Gestalt ist dann aber auch schon wieder weg. Und plötzlich hört er hinter sich: Was ist der Plan, alter Mann? Der Plan ist, dass wir erstmal dieses ganze Schauspiel mitspielen. Zu welchem Zweck? Ich habe so die Vermutung, dass Mora und Elena etwas geplant haben in Form von Befreiung der Gefangenen. Ganz genau kann ich es dir leider nicht sagen. Das ist schon mal gut. Die sind, und das Tanjo wird jetzt plötzlich ganz kurz laut und
schwenkt so seinen rechten Arm mit dem Beinglas so auf die rechte Seite. Können Sie nicht aufpassen? Und flüstert dann die Tür. Welche? Was meinst du? Was? Was meinst du? Was wir tun sollen, oder was? Welche Tür? Von was redest du? Es gibt hier mehrere Orte, in die ich gerne hinein will. Warum hat der Astanio den Arm mit dem Weinglas dahin geschwenkt? Okay. Ja, Jandrik schaut dahin. Was sieht er da? Eine geschlossene Tür. Ohne Wachen vor. Also die Wachen sind nicht weit weg, weil die in der Nähe von einer der großen Türen ist, aber... Ist aber nicht die Tür, die ich gesehen habe. Nein. Okay. Das ist eine Tür, die direkt vom Platz abgeht. Die Tür, die du angepassiert hast, war im Gang zum Platz hin. Verstehe. Das ist die Tür, wo Elena und Mora raus sind. Wir werden schon wissen, was sie tun. Ich brauche vielleicht später eine Ablenkung. Aber ich will erst mal rausfinden, was hier überhaupt gespielt wird. Wir sehen uns, alter Mann. Und dann ist er weg. Die wird noch hinterhergeflüstert. Pass auf dich auf. Der auffällig gekleidete Mann kehrt zu Osko zurück mit einem Tablett, mit einem Törtchen und einem großen Weinglas mit roter Flüssigkeit darin. Extra für den Freund des lieblichen Feldes. Hm. Vielen Dank. Ja, Osko greift das Glas vom Tablett. Drum, lass uns doch erstmal auf diesen Abend anstoßen. Gute Idee. Auf das Weinfest. Auf das Weinfest. Und Osko nimmt einen sehr zaghaften Schluck und spült dann den Wein auch ein wenig im Mund herum und probiert irgendwelche Nuancen rauszuschmecken, von denen er keinerlei Ahnung hat. Der schmeckt sehr, sehr trocken, würdest du sagen, als Weinkenner vielleicht, als Osko. Aber dennoch schmeckst du einige interessante Nuancen heraus, die du so bei noch keinem Wein irgendwie rausgeschmeckt hast. Es schmeckt durchaus sehr gut. Ja. Osko, beziehungsweise die Maske, die er vor sich hält, auch gleichzeitig mitkippend, neigt ein wenig den Kopf und schaut auf das Weinglas herab, schwenkt den Wein dabei etwas herum. Interessant. Nach dem ersten Schluck, wenn du es runtergeschluckt hast, braucht es so zwei, drei Sekunden, dann kriegst du so eine Wärme auf der Brust und dann kriegst du so einen leichten Kick vor die innere Stirn, so ein Ziehen. Und dann so, huh! Das ist... Als wenn man einen Schnaps getrunken hätte, aber was hat man nicht nur einen Schluck Wein getrunken. Das ist aber interessant, muss ich sagen. Er wird etwas kräftiger als die Sorten, die ich bisher probieren konnte. Durchaus. Das ist der Knochenbeißer. Man merkt, woher er seinen Namen hat, tatsächlich. Ihr wollt gar nicht wissen, woher der Name kommt. Vermutlich habt ihr da auch recht. Aber allein an seiner Wirkung kann man das schon abschätzen. Besonders, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es wäre interessant zu wissen, woher diese Nuancen stammen. Ich sag ja, vielleicht will man das gar nicht wissen. Ja, ich befürchte es auch. Ja. Ich habe es schon versucht herauszukriegen, aber der gute Schwarzbach schweigt wie ein Grab. Nun, er wäre auch ziemlich töricht, wenn nicht. Vielleicht kriegen wir dann das raus, wenn man durch diese Tür da hinten, ich kenne da den Gang, wenn ihr für ein kleines Ablenkungsmanöver sorgt, könnte ich dadurch verschwinden und zu dem Weinkeller gelangen, wenn ihr versteht, was ich meine.
Wir teilen 50-50, wenn ich es herauskriege, was da drin steckt. Eine nette Idee, aber ich habe keinerlei Interesse daran, irgendwelche großartiges Aufregen zu erregen, Aufsehen hier zu erregen. Und schon. Wir werden reich werden dadurch, wenn wir das herauskriegen. Nun, ich bin so weit bescheiden, dass ich mein bisherigen Reichtum als durchaus ausreichend empfinde. Und ach, ihr seid so langweilig und der schubst dich so kurz vor, ein bisschen vor den Bus, dreht sich dann mit einem großen Pompös um und stolziert davon. Und ihr seid ein Idiot. Und Tastanio ist genau in dem Moment an Osko herangetreten. Wie hast du mich gerade genannt? Wie auch immer. Ja, und Osko streicht sich über die Stelle, wo der Mann ihn berührt hat. Interessante Gesellen hier. Ich bin kaum eine halbe Stundenkerze hier und schon wurde ich zu einem Komplott angestiftet. Interessant. Und ich wurde angerempelt. Und meinte Mora, die dann ganz plötzlich neben euch steht. Interessant. Und sie nippt leicht an ihrem Glas, bedetzt eigentlich nur die Lippen. Mora, ihr habt ein Talent, hinter jedermanns Rücken aufzutauchen, um mich furchtbar zu erschrecken. Dankeschön. Nein, jetzt mal ernst. Irgendwas Interessantes mitbekommen? Jan Tragiste, ja. Endlich, wo ist er? Und sie lässt den Blick direkt schon wieder schweifen über die Gäste. Er möchte sein eigenes Ding erst einmal ausprobieren. Er schnüffelt. Und hat nach einer Ablenkung gefragt. Er hat nach die Zeit kommt. Ich weiß noch nichts. Ich habe nur gesagt, dass ihr beide wahrscheinlich etwas vorhabt. Und wahrscheinlich ist Elena ja in der Nähe von Mora. Und als Tanja sagt, jetzt sagt uns doch endlich, was wir tun sollen. Wir stehen hier rum und... Ich würde gerne diesen armen Tropf retten, der am Ende des Abends als grande Finale hier als Blutopfer enden soll. Das dachte ich mir. Dann würde ich folgen... Am liebsten würde ich... Naja, das sage ich am besten jetzt nicht laut, aber... Es hat was mit viel Feuer zu tun. Ich sag's mal so. Das Problem ist, wo ist Jandrik? Ich weiß es nicht, der ist schon wieder weg. Ich kenne diese Räume. Ich weiß, was man hier finden kann. Ich habe keine Lust zu erfahren, wie er darauf reagiert. Ich habe ihn nicht gesehen, Mora. Ich habe ihn nur gehört und schon war er wieder weg. In einer Menge verschwunden. Ich mache hier weiter freundliche Miene zu Jardin Schwarzbach. Ich werde ihn vertrösten. Ich werde ihn mit ein paar vorzüglichen Kinkerlitzchen füttern. Sag mal, dieser Schwarzbach, wie ist der drauf? Als ich bei der Bürgermeisterin gewesen bin, hat sie mir gesagt, dass ich und... beziehungsweise Adalbert von Gunzenhausen und er sich wunderschön verstehen können. Ah, dann hast du also die richtige Charmbombe ausgepackt, oder? Höfisches Arschloch. Ungefähr so, nur noch viel mehr davon, als du dir denken kannst. Ich werde Folgendes vorschlagen. Nachdem Jandrik mich eindeutig darauf hingewiesen hat, dass er wahrscheinlich mich als Ablenkung braucht, würde ich jetzt ungerne aus diesem Raum verschwinden. Gut. Das heißt, er nickt ein bisschen so Osko. Ich habe Elena schon Anweisungen gegeben, für den Fall der Fälle. Aber ich glaube, jemand wie Osko wird vielleicht noch weniger vermisst. Und wenn ihr die Information weitertragen könnt an unseren kleinen, unsichtbaren Freund. Naja, ihr wisst schon. Und solange gehe ich vielleicht mal auf Tuchfühlung mit Schwarzbach, wenn ich es mir so richtig überlege. Kann man ihm gar nicht nah genug sein.
Dann werde ich dich vermutlich begleiten. Passt gut zur Rolle. Aber... Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, im passenden Moment würde ich gerne unter vier Augen mit ihm sein. Na gut. Dann werde ich hier weiter herumschlawenzeln. Aber das wird eher am Ende des Abends sein und dann sollten wir vielleicht hier alle sehr schnell verschwinden. Das heißt, was tun wir jetzt? Wie ist jetzt die Aufteilung? Genießen wir den Abend. Ich weiß es nicht, Ostanio. Ich weiß es nicht. Und offen. Was ist euer Plan? Ich würde in dem Fall ganz auf Jendrik vertrauen. Er scheint einen Plan zu haben. Es ist mehr, als wir haben. Wir kriegen den Kerl hier raus. Nur ich kann hier nicht verschwinden. Diesmal müsst ihr agieren. So, und jetzt trinke ich ein Glas Wein mit Schwarzbach, habe ich gehört. Und sie prostet euch zu. Elena? Nicht, dass er der Wache vom Eingang über den Weg gelaufen ist, der Frau, der Amazone. Und dann? Die hat ja diesen jungen, armen Kerl mitgenommen. Sie macht ihren Job. Ja. Die Frage ist, wie Jendrik darauf reagiert, wenn sie mitbekommt, wie sie ihren Job macht. Egal. Und Mora wendet sich ab und verschwindet wieder. Ja, ich folge. Ja. Wir sehen uns. Und Ostanio gibt Osko ein Zeichen. Und deutet so ein bisschen Richtung Tür. Osko blickt in die Richtung. Geschätzter Kollege, ich würde gerne ein paar Einzelheiten über den neuesten Vertrag mit Ihnen besprechen. Unter vier Augen, wenn das natürlich möglich wäre. Selbstverständlich. Ich würde sagen, dort die Ecke da. Stadio geht Richtung Tür. Und Osko folgt ihm. Der Zustrom von Menschen hat sich inzwischen etwas gelegt und somit ist der Gang Richtung Eingang inzwischen sehr unbeseelt. Nur noch die beiden Wachen direkt auf dem Hof, allerdings beide mit Blick gen Hof gerichtet, sind zu sehen. Habe ich mittlerweile einen guten Weg dort reingefunden? Gibt es einen anderen Weg als über die Tür? Über das Dach zum Beispiel oder vom Dach aus zum Fenster? Du hast einen Weg aus dem Ruhebereich hinauf auf eine Dachterrasse gefunden. Dort vergnügen sich gerade mehrere Pärchen, sind ein tiefes Gespräch miteinander vertieft und haben wahrscheinlich keine Augen für jemanden, der über die Brüstung klettert und auf das Nachbardach hinübergeht. Sehr gut. Habe ich Mora gesehen? Gesehen, ja. Sie hält sich allerdings sehr auffällig unter den anderen und führt sehr viele Gespräche. Wird hier getanzt? Auf dem Dach oder im... Da in der Nähe von Mora. Da wird überall getanzt, ja. Ja, wenn da getanzt wird, Mora herum, dann das wird ungefähr zu der Zeit sein, wo sich die Leute da gerade, wo immer weniger los ist und dann spricht sie jemand an, einen Tanz, die Dame. Und sie lächelt, ohne sich auch nur umzudrehen oder zusammenzuzucken. Gerne. Und die Gestalt in Maske, die ganz eindeutig Jendrik ist, zieht sie so zu sich und beginnt einen Tanz. Dabei flüstert er ihr immer wieder in den richtigen Momenten ins Ohr. Ein schönes Fest hast du dir hier ausgesucht. Ja, nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Was willst du hier?
den armen Karl retten, der hier geopfert werden soll. Ein edles Ziel. Vielleicht noch mehr. Und sie blickt ihn kurz an. Und fast schon ein wenig Angst steht in ihren kühlen Augen. Hier geht einiges vor. Ja. Ich habe einen Raum gefunden, der mich sehr interessiert. Ich werde da gleich reingehen. Hier gibt es viele Räume, Jendrik. Das kann ich dir versprechen. Und sehr wenige davon werden dir hier gefallen. Das glaube ich. Ich war schon mal hier. Was mich interessiert ist, wie viele Unschuldige gibt es hier? Wie viele Leute, die man evakuieren muss? Härte in seinen Augen. Aber weniger, als du denkst, wahrscheinlich. Gefangene? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß von einem, vielleicht mehrere. Sie werden heute sterben. Was ist dein Plan? Finale. Was willst du tun? Was hast du tun will? Ja, wenn du mich lässt, dann komme ich diesen Abend, ja, den Schwarzbach, ganz, ganz nah. Und vielleicht ist es sein letzter. Ich will diesen ganzen Ort abfackeln. Ich weiß. Kannst du es wie einen Unfall aussehen lassen? Weiß ich nicht. Aber ich denke, diese Stadt ist eh verbrannt für uns. Hier gibt es nicht mehr viel. Das ist eine große Gelegenheit. Eine große Gelegenheit für uns. Ich bin schon einmal hier gewesen. Und jetzt beginnt sie, die Führung des Tanzes zu übernehmen. Er lässt es zu. Und das letzte Mal, als ich hier gegangen bin, da konnte ich gerade noch verhindern, dass ein Mensch hier geopfert wird. Das wird heute nicht geschehen, aber es werden Menschen sterben. Hier sind schon so viele Menschen gestorben, Jendrik. Weißt du, warum dieser Wein so unglaublich köstlich schmeckt? Ich will es gar nicht wissen. Er wurde mit Blut bezahlt. Mit so viel Blut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich habe zugesehen. Viel zu oft zugesehen. Und viel zu oft habe ich den Mund gehalten. Bei allem, was hier geschehen ist. Gut, Vorschlag. Irgendeiner der anderen kümmert sich darum, dass die Gefangenen befreit werden. Und du? Ich dachte, das ist dein Part. Ich befreunde mich mal wieder mit meinem guten alten Freund Astanio und fackel diesen ganzen Laden ab, während du Schwarzbach umbringst. Einverstanden? Es wäre mir eine Freude. Und sie macht eine Drehung im Tanz. Viel Vergnügen bei Schwarzbach. Den werde ich haben. Und dann dreht er sich weg und verschwindet in den Schatten. Und Mora schlawenzelt langsam, aber zielstrebig zu Schwarzbach. Der tanzt gerade mit einer etwas leichter bekleideten, hochgewachsenen jungen Frau. Mit Maske natürlich. Sie guckt es sich eine Weile an. Sie fixiert auch diese Frau. Er kann die Augen sowieso nicht von ihr nehmen, so wie Mora ihn kennt. Er ist auch ein bisschen kleiner, das heißt, da die Frau etwas größer ist, geht er ihr gerade mal bis zur Brust. Das heißt, er ist die ideale Sichtweite. Und sie bleibt dort stehen. Und wenn er vielleicht einmal kurz den Blick von ihr abwendet, prostet Mora ihm zu. Aber sie wartet, sie hat Zeit für ihr Spiel. Es dauert in der Tat ein bisschen, bis er sich von der Dame loseisen kann. Eigentlich tut er das gerade nur in dem Augenblick, als sie sich einmal von ihm selbst trennt und ihm etwas ins Ohr haucht und dann umdreht und von ihm wegbewegt. In dem Moment dreht er sich sofort zu Mora um. Ja, Dean, wer ist diese Schönheit? Und Mora guckt der Frau hinterher. Keine Namen heute Abend. Natürlich. Und sie rückt die Maske hübsch noch ein wenig zurecht. Durchaus. Vielleicht sollte ich ihre Bekanntschaft machen. Ich glaube nicht, dass du sie kennenlernen möchtest. Wer weiß.
Obwohl, ich sagte dir doch, ich habe eine Überraschung. Eine Überraschung? Jetzt schon? Ich dachte, das grande Finale lässt ein wenig auf sich warten. Ja, du hast mir doch erzählt von dem speziellen Gast. Ja, ja, sagte ich ja. Aber das hat ja noch Zeit. Du hast anscheinend ja noch gar nichts getrunken. Ich habe schon viel zu viel getrunken und sie weist auf ihr halbleeres Glas. Schnippst kurz nach einer Bedienung, die noch mit einem Tablett Gläser kommt. Und sie lässt sich das Glas auffüllen. Ich habe hier eine neue Edition auch mit. Ich habe hier jemanden aus dem lieblichen Fell. So? Hm? Der kam hierher und wollte mir was über Wein beibringen. Und dann, naja. Das war in der Tat neu. Probier das mal. Und sie nimmt das Glas und riecht daran. Lässt sich Zeit. Es riecht ein bisschen säuerlich. Ich weiß nicht, ob das meinem Gaumen so mundet. Und sie trinkt tatsächlich einen Schluck. Es prickelt auf der Zunge. Interessant. Etwas ganz Neues. Ja. Sagte ich ja. Neu. Das wird sich verkaufen wie noch besser als das Knochenbrecherwasser. Das hat ganz schöne Umdrehung, ja. Doch. Aber das könnte mir gefallen. Und sie schaut nochmal anerkennend in das Glas. Mhm. Ich habe bei meinen Recherchen ein paar interessante Details herausgefunden. Wisst ihr, dass euer Sohn sehr viel Geld für Huren lässt? Aber damit sage ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Welcher Aber ich Sohn? Glaube, ihr solltet... Der Älteste. Ah, erzählt mir was Neues. Mist. Aber die Zahlen würden euch garantiert interessieren. Nein, und ich habe ein bisschen in den dreckigen Laken der Drachengarde geschnüffelt. Die haben eine gute Buchführung, muss man sagen. Ich habe keine Mühen gescheut. Aber bisher nichts Auffälliges gefunden und auch selbst der Bürgermeisterin bin ich ein wenig unangenehm geworden bei meinen Recherchen. Aber auch ach, dort... Das Frauenzimmer. Nichts Ungewöhnliches, ja, nichts Ungewöhnliches. Hätte nie gedacht, dass die einmal sich in eine solche Machtstellung hierher, dass sie sich in eine solche Machtstellung begeben kann hier. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, die ist käuflich, aber ist sie das nicht. Jeder hat seinen Preis, ja, den vielleicht hast du noch nicht die richtige Summe genannt oder den richtigen Hebel bewegt. Ja. Streu noch Salz in die Wunde. Mein Guter. Und sie tätschelt seine Hand ein wenig wohlwollend. Ach, weißt du. Sie kann mich nicht leiden. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sie mit Gold überhäuft. Was sie kannst auch, du dir vorstellen, dass jemand mich nicht leiden kann? Ich glaube, dann war sie vielleicht noch nicht oft genug auf euren Festen. Aber vielleicht hat sie... auch nichts dafür übrig, für guten Wein und guten Tanz und gute Gesellschaft. Ja, das dachte ich mir auch. Deswegen wollte ich ja auch heute Abend zeigen, dass es etwas Besonderes ist, hier zu sein. Du verstehst, was ich meine. Hast du noch etwas mehr geplant, als du mir verraten hast, mein Guter? Meine Lippen sind versiegelt. Ach bitte, mir kannst du es doch sagen. Kann ich schon, kostet. Was kostet das denn? Und jetzt schmiegt sie sich fast beiläufig ein wenig an ihn. Verlockendes Angebot. Aber ich sprach von Münzen. Geld, Yardin, Geld. Haben wir das überhaupt noch nötig? Wie viel? So viel, dass ich deine Leibwächterin kaufen kann. Sie hat es dir aber auch wirklich angetan. Tut mir leid, sie hat einen Vertrag mit mir und der läuft noch ein Weilchen. Aber danach kann ich sie gerne vermitteln. Aber glaub nicht, dass das günstig wird.
Naja. Ich tausche Informationen gegen Leibwächter. Und Moras Blick geht tatsächlich einmal zu Elena rüber. Die wendet jetzt, hat die ganze Zeit ein bisschen auch die Umgebung im Auge behalten und wendet jetzt das mitkriegt, woraus man irgendwie sie anschaut, schaut sie ein wenig schief an und der Blick in ihren Augen ist ein wenig finster. So ein Scherz nicht mit mir, Mädchen. Und den wirft sie dann auch, nachdem sie Moore diesen Blick zugeworfen hat, auch quasi wendet sie den Blick zu Yalin und wirft ihn auch diesen Blick zu, dieses Junge. Hast du gesehen, wie sie mich ansieht? An. Sie will mich, ich weiß es. Yalin, ich glaube, sie kann sich nicht so richtig für dich erwärmen. Das interpretierst du völlig falsch. Naja, vielleicht gibt es euch die Gelegenheit, dass ihr mal unter vier Augen miteinander sprechen könnt. Vielleicht, der Tag ist ja noch jung. Vielleicht. Und sie tätschelt ihn tatsächlich und schmiegt sich noch ein wenig an ihn. Hm. Und weicht ihm auch so langsam nicht mehr von der Seite. Folgt sie dir überall hin? Willst du es ausprobieren? Verlockend. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht. Zeig mir doch mal. Was hast du alles im Angebot? Ich meine, der Wein ist vorzüglich. Ja. Du hattest doch dieses schöne Separé, oder? Hast du es immer noch? Unten ja. Im Keller? Ja, mit dem Opferstein. Hm. Vielleicht magst du mir das nochmal zeigen. Gewiss, gewiss. Vielleicht, aber jetzt nicht gleich. Ich habe noch einige paar Sachen zu erledigen und dann komme ich auch auf das Angebot zurück. Natürlich. Ganz der Gastgeber, charmant. Ja, wenn ich mich jetzt schon verziehe, macht das schlechten Eindruck. Dann sehen wir uns hoffentlich zu einer späteren Stunde. Aber vergesst mich nicht, ich bin nachtragend. Ich weiß. Ich auch. Und sie prostet ihm noch einmal zu und lässt sich dann wieder in der Menge versinken. Ja, er haucht ihr noch zum Abschied noch einen Kuss auf die Wange und dann lässt er dich los. Mora hört auch Elena neben sich so ganz unverblümt seufzend. Er geht mir echt ein bisschen. Perfekt, oder? Nerven. Ja. Mein Tête-à-tête unter vier Augen mit ihm ist gerade zu einem Tête-à-tête unter sechs Augen geworden. Und du bist dabei. Ich werde das Messer nicht führen, das weißt du schon. Ne? Lass das meine Sorge sein. Wie ihr wünscht. Jandrik beobachtet ja weiter die Möglichkeiten, in den Raum hineinzubekommen und wittert nun seine Gelegenheit, als die Tür geschlossen wird zum Gang und die Wachen sich verziehen von dort. Ein bisschen vorher war er schon bei Astanio, der, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dort an einer Tür da an der Seite steht und läuft nur kurz an ihm vorbei. Wenn du mich dort oben auf der Balustrade siehst, wäre irgendeine trottelige, aber ungefährliche Ablenkung nett. Und dann bin ich wieder weg. Hat das Osko auch gehört? Keine Ahnung. Denke mal, ja, natürlich. Das können wir hinkriegen. Dann flüstert die Astanio zu, du magst das Hemd wirklich nicht, ne? Nein. Dann schwebt mir schon was vor. Komm mit, wir gehen in die Mitte des Raumes. Müssen aber warten, bis er auf der Balustrade ist. Nun gut. Wenn ihr euch den Weg in Richtung Mitte bahnt,
tanzen Leute um euch herum und stupsen euch an und Astalio winkt. Voll hier. Astalio winkt immer wieder ab, die Aufforderung zum Tanzen. Nein, nein, meine Liebe, ich trete euch nur auf die Füße. Also, was schwebt ihr vor? Warte ab. Anastasio schaut Richtung Balustrade. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ja, irgendwann erscheine ich dort. Schaue kurz runter. Und genau in dem Moment nimmt Astanio sein Weinglas und schüttet es über Osko. Ja, ein empörtes, ja, nicht wirklich Schrei, aber ein: Nun hören Sie mal! Sie beleidigen nicht noch einmal meine Mutter. Das sei Ihnen gesagt, bei aller Liebe, bei allem Respekt, Herr Kollege, aber das ist auf jeden Fall einer zu viel. Nun, es scheint mir aber so, dass meine Bemerkung vortrefflich war. Ich meine, wie Sie sich hier verhalten. Die schönen Kleider. Was soll das? Sie schauen dort auch eher aus wie ein Junge für leichte Abende. Das sagt mir der alte Greis von der Straße. Und Astalio reißt von einem der Kellner noch mal einen weiteren Bottle, so eine ganze Karaffe Wein und gießt ihn Osko ins Gesicht. Frechheit! Ja, neben euch stehen so ein paar Leute. Duell, 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 Duell. Ja, Osko tut so sehr pikiert und schaut sie sich irgendwo um und kleinen Moment. Ja, blickt sich irgendwo um. Hat Osko irgendwo ein Bad gesehen oder sowas in der Art, wo man sich zurückziehen kann? Ja, und mit dem Zeigefinger drohend auf ihn zeigend: Darüber sprechen wir noch. Das wird nicht ungesühnt bleiben. Der Vertrag ist geplatzt, damit das klar ist. Idiot! Und dann verschwindet Osko in Richtung Bad. Wird noch kurz von der kleinwüchsigen Gestalt aufgehalten. So würde ich mir nicht gefallen lassen. Es wird andere Möglichkeiten geben, mich zu revanchieren. Glauben Sie es mir. Zieht dich dann ein bisschen zu, winkt dich dann ein bisschen runter. Das Klaus schaut sich um. Ihr Interesse, dass der Greis den Abend nicht überlebt? Könnte da was arrangieren. Ganz unauffällig. Öffnet dann so seine Manteltasche und dann siehst du so ganz viele so kleine Beutelchen. Mach die ganz schnell dazu. Aber ich brauche sie dafür nicht. Das mache ich selber. Warum ist jeder hier in diesem Raum schon gut versorgt? Dann raunt noch einer und dreht sich weiter weg von mir. Jetzt beiseite. Hat die Ablenkung genügend Zeit für Jandrik verschafft? Ja, schon. Gut. Ja, Jandrik hat das für eine Sekunde sich angeschaut, kurz gegrinst unter der Maske und zieht sich dann nach hinten zurück in den hinteren Bereich dieses Separés oder dieses Ausruhebereiches. Ne? Und wenn er sicher ist, dass ihm niemand zuschaut, klettert er auf die Balustrade und springt hier rüber aufs Dach. Von da aus, in den Schatten, huscht er weiter zu dem Fenster. Dort lässt er sich herunter. Achtet noch einmal, dass wirklich die Aufmerksamkeit dort im Zentrum der Feier ist. Schaut, ob er es aufhebeln kann. Das ist kein Problem. Dann lässt er sich hineingleiten. Kopf über. Gleitest hinein in den kleinen Raum. Es ist eine Art Waffenkammer. Überall sind verschiedenste Dolche, Schwerter, Hellebarden an der Wand befestigt. Wie praktisch. Dann nimmt er sich schon mal eines dieser Schwerter und geht weiter.
Der einzige Ausgang, von dem du hier siehst, ist die Tür, die zurückführt auf den Gang. Auf den, nach draußen. Und hier drin ist nichts? Ganz viele Waffen. Weil von hier hat er ja Geräusche gehört. Mhm. Schaut sich um. Da war was mit Blut. Sieht ja Blut. Suchst ein bisschen und siehst ein paar Tropfen Blut auf dem Boden. Verfolgt die Spur, ob da irgendwo eine geheime Tür oder vielleicht eine Falltür ist. Es sind Holzdielen auf dem Boden. Tritt er da ein bisschen drauf rum? Klingt eine anders als der Rest? Eine ist, klingt hohl, ja. Ha, die biegt er auf. Biegt direkt ein paar mit auf und gibt einen kleinen Durchgang nach unten frei. Hendrik lächelt, das Schwert bereit, geht er hinab, so leise er kann. Hier, der Gang ist nicht beleuchtet, das heißt, Jandrik zieht in eine kleine Düsternis hinab. Dunkelheit ist Borans Begleiter. Es braucht ein paar Sekunden, Minuten vielleicht, bis sich Jandriks Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Ein bisschen mulmig geht er weiter, allerdings aber er geht. Kann immer nur noch Schemen erkennen, aber er sieht zumindest etwas, ein bisschen was, Regale, Fässer. Tastet sich an der Wand entlang. Riecht es hier nach Blut? Hört er was? Es riecht nach Blut, ja. Ist hier wer? Sagst du das oder guckst du? Ich schaue. In der Dunkelheit ist schwer, was zu erkennen. Aber irgendwann stolpert Jandrik, wenn er an der Wand entlangläuft, über etwas auf dem Boden. Ach, verdammt! Ich greife nach unten. Das Schwert in der Hand. Kleidung. Ein Körper. Ein Körper. Ich greife danach, suche eine Hand oder den Hals. Findest deine Hand, gehst dann nach oben an den Arm entlang, findest den Hals und stocherst in einer offenen Wunde herum. Am Hals. Eine oder mehrere? Eine große klaffende Wunde am Hals. Als hätte dort ein Wolf oder sonst was, dem die halbe Kehle zerfetzt. Verstehe. Ich taste die Gestalt noch ab, ob ich irgendwas finde, was mir vielleicht später Informationen über die Person geben kann. Ein Ring, ein Siegel, ein Amulett. Findest ein Brief. Ein hölzernes Amulett mit einem Buchstaben reingeritzt. Was für eine? Ein M. M, das packe ich mal ein. Aber ansonsten findest noch eine Geldkatze, die leer ist. Interessiert mich nicht. Ist sonst noch was in diesem Raum? Regale und Fässer. Regale haben ganz viele Tonkrüge. Fässer hast du noch nicht aufgemacht. Dann schaue ich in eines der Fässer rein. Da ist eine Flüssigkeit drin. Ist das Wein? Das probieren? Ich will riechen. Riecht fruchtig. Probieren werde ich davon nicht, das steht fest. Aber es ist kein Blut. Nein. Gut. Okay. Also hier werden Leute abgeschlachtet. Als Nahrung? Als Ritual? Wer weiß das schon so genau? Okay. Eigentlich alles, was ich wissen muss. Noch ein bisschen taste ich hier umher, ob ich noch irgendetwas von Bedeutung finde. Jemand am Leben noch vielleicht? Ansonsten ist der Raum leer. Gut, das war mir wichtig, dass ich hier niemanden lebendig begrabe. Gut, dann schaue ich schon mal, ob es hier unten etwas gibt, was brennbar ist. Haben die hier Ölfässer? Dann gibt es ganz viele Fiolen mit Flüssigkeiten drin. Also. Ach ja, dann nehme ich mal ein paar in einem Säckchen mit.
du das. Den Sack findest du ja auf jeden Fall auch. Ja, das Getreide drin gewesen. Ja. Kannst also, du auskippen. Alles, was mir irgendwie erscheint, irgendwelche Fiolen, die irgendwann eine, die vielleicht eine Brandwirkung haben könnten oder irgendwelche ja, leicht entzündbaren Dinge, packe ich mal in dieses Säckchen ein und dann knie ich nochmal zu der toten Gestalt, spreche ein Gebet an Boron. Entschuldige mich dafür, dass ich nicht mehr Zeit habe. Und dann gehe ich wieder hoch. Was machen Mora und Elena inzwischen? Mora wird jetzt kaum noch von der Schulter von Jadi Schwarzbach weichen. Nicht direkt an ihm kleben, aber sie will mitbekommen, welche Gespräche er führt. Manchmal, sie hält sich einfach zufällig immer sehr in seiner Nähe auf und beginnt mit ihm zu flirten, wenn sie kann. Scheint nicht mehr ganz so unterkühlt zu sein. Macht ihm schöne Augen. Ja, er redet sehr oft mit dieser großen Frau und geht aber durchaus auch auf deine Flirtversuche ein. Und zu deiner Überraschung ist die Frau auch sehr zugänglich dazu. Und schaut dich auch irgendwie interessiert an. Das wird Mora für sich nutzen. Sie scheint nicht abgeneigt zu sein. Ja, dann flüstert er irgendwann mit ihr irgendwie, ich habe heute mit der guten Dame hier schon eine Vereinbarung getroffen. Sie bringt ihre Leibwächterin mit. Es wird bestimmt eine große Sause. Klingt interessant. Was ist, wenn ich meine Leibwächterin auch mitbringe? Ja, das fände ich gut. Aber wird das nicht ein wenig eine zu große Runde? Wir können ja noch den Elfen mitnehmen. Ich hatte eher an ein Tete-a-Tete zwischen uns beiden gedacht. Und so ganz abgeneigt war die Ehe gegenüber ja auch nicht. Und sie guckt wieder zu Elena. Unter sechs Augen vielleicht? Klingt verlockend. Ihr müsst euch schon entscheiden. Ein wenig Exklusivität möchte ich doch wahren. Verstehe. Machen wir ein Geschäft draus. So wie ich euch kenne. Ein Geschäft, dass man nicht ausschlagen kann, ihr versteht schon. Das klingt hervorragend. Aber das Angebot muss gut sein. Und sie lässt ihre Hand noch einmal über seine Schulter streifen. Mein Angebot ist immer gut. Das solltet ihr doch mittlerweile wissen, so lange, wie wir uns schon kennen. Allerdings habt ihr jetzt schon zweimal eine enttäuschende Performance abgeliefert. Einmal, als ihr diesen Menschen da nicht zurückgebracht, sondern direkt getötet habt. Und einmal, als ihr jetzt den Verräter nicht herausgefunden habt. Wer weiß, ob das nicht wirklich wieder eine enttäuschende Sache wird. Vielleicht können wir die Ware einmal begutachten, schaut zu Richtung Elena. Moment. Wenn ihr hier verhandeln wollt, wir können uns darauf einigen, dass ich einfach weiter ein wenig für euch arbeite, oder? Ich meine, diese Privilegien, die ihr mir ausgestellt habt, ein Tag lang ist viel zu wenig, Jadi. Ein Tag ist viel zu wenig. Und das wisst ihr. Ihr werdet auch nicht jünger, nicht wahr? Das will ich jetzt einmal überhört haben. Hätte da ein Mittelchen. Nicht nötig. Ich will, dass der Schrieb ein wenig länger hält. Ja? Macht ihr das für mich? Ein paar Privilegien? Von meiner Seite aus dürfte das kein Problem sein. Ich denke, nach dem heutigen Abend auch diese Bürgermeister-Dinge auch nicht. Nun, da ihr ja noch ein wenig Gastgeber spielen müsst, sagt doch, wenn ihr
Zeit ein wenig für Privatsphäre habt, ja? Ich denke nach dem großen Finale. Da bin ich ja mal gespannt. Komm, wir wollen noch etwas trinken. Und das sagt sie jetzt zu Elena. Und zieht sie noch ein wenig weg von Yardin. Elena lässt sich mitziehen. Ich weiß nicht, wie schnell wir an ihn rankommen. Aber mach ihm doch mal ein paar schöne Augen. Vielleicht lässt er sich hier hinreißen. Und dann musst du es erledigen. Ich werde sowas nicht erledigen. Elena. Nein. Wie viele Männer hast du schon getötet? Nicht in solchen Situationen. Dann tu es davor. Ihr müsst nur... Es geht darum, dass es nicht im Kampf stattfindet. Wirklich? Ja. Und jetzt siehst du, wie Mora die Fäuste ballt und das Kreuz reckt. Das ist jetzt das Problem. Die Lena stellt sich auch gerade hin. Jetzt wünsche ich mir wirklich dafür, dass ich bezahlen würde, dass sie für mich arbeitet. Kennst meine Prinzipien. Gut, dann erledige ich es. Dann müssen wir es hinbekommen, dass wir alleine mit ihm sind. Oder so wenige, dass wir ihn Herr werden. Du wolltest doch ihn mitnehmen in den Keller. Ich habe ein wenig Angst vor seinem grande Finale. Und ich kann nicht noch aufdringlicher werden. Jedenfalls hatte ich das gehofft. Ich könnte jetzt schon kotzen. Wem sagst du das, meine Liebe? Gut, dann werde ich mit ihm kämpfen. Dann schauen wir mal, wie nah wir auf Tuchfühlung gehen können. Und sie dreht sich jetzt wieder um und ist froh, dass sie eine Maske trägt, dass man in ihre blanke Wut nichts sieht in ihrem Gesicht. Stanio wird währenddessen angestupst von der kleinwüchsigen Gestalt. Ey, du! Ja, was ist denn? Dieser rosa Hemd-Schnepfer da. Kennst du den? Ja. Der, mit dem du Streit hattest. Natürlich kenne ich diesen Flegel. Was? Für wie? Also. Komm mal hier runter. Ja, das Zahnjahr beugt sich hier runter. Flegel, sagst du. Ist es nur ein Flegel oder ist es ein Kurrent? Es ist ein ehemaliger Partner. Ehemaliger Partner. Ganz recht. Geschäfte also. Ist ein Geschäftskonkurrent geworden. Nicht wirklich. Dieser Herr ist so in größtem Maße inkompetent, dass er mir nicht einmal das Wasser reichen könnte, wenn ich schlafen würde. Die Interesse daran, dass er das Fest verlässt. Zwinkert so. Nun, ich glaube, er hat das Fest bereits verlassen. Schließlich schaut er jetzt aus, wie er... ist nur da vorne in den Ruhebereich gegangen. Ich habe es genau gesehen. Solange er mir heute nicht mehr unter die Augen tritt. Wir haben noch das ein oder andere Ding zu klären. Langweilig, stößt dir vor die Brust. Was ist denn nur los mit diesen verweichlichten Leuten hier? Astanio wird diesen Herrn gar nicht weiter beachten und schaut sich anscheinend willkürlich um und guckt, ob er irgendwie was erkennen kann von Jandrik oder von Mora. Mora flirtet auffällig mit Yardin Schwarzbach. Er muss schmeißt sich regelrecht an den Hals. Sieht er Elena? Die steht daneben. Ja, und dann in dem Moment muss Astanio echt an sich halten, nicht zu würgen und kippt dann das restliche Glas Wein, das er. Ach, der hat ja gar keinen Wein mehr, stimmt. Sollte kein Problem sein, nochmal Wein zu bestellen.
Ja, dann macht er. Bedienung, ein Wein, Dalli. Ja. Kriegst du einen Wein? Da kippt sich den ganzen Wein runter. In einem Zug. Instant kriegst du einen so dermaßigen Wucht vor die innere Stirn. Das war das Zeug, was Osko eben getrunken hat. Und du hast es einmal ganz runtergeschlungen. Aber es bringt einen guten Wumms mit und die, um sich dreht sich erstmal alles im ersten Augenblick. Oh! Okay. Danke. Nein, ich möchte nicht noch einen. Und er winkt ab, als die Bedienung noch einen. Die Bedienung guckt dich mit großen Augen an, als du das Ding geäxt hast. Das reicht jetzt mal für heute. Mhm. Ein Glas Wasser vielleicht? Das würde mir ganz gelegen kommen. Augenblick. Setzt einen Schritt nach vorne. Und merkst du, dass die Beine ein bisschen schwummerig werden unter deinem Schritt. Wenn die Leute um dich rum sehen auf einmal ziemlich gut aus. Ja, sind da auch Damen anwesend offensichtlich? Ja, ganz offensichtlich. Sicher. Und dann wird Astalio anfangen, mit den Damen zu flirten. Wenn Elina rüberschaut zu Astanio, sieht sie ihn mit eng umschlungen mit einer, Dame tanzen. Elina schaut zu Mora, denkt sie aber, nee, die kommt schon klar und beobachtet Astanio weiter, dass er keinen Blödsinn anstellt. Und schüttelt kurz den Kopf. Was hat der bloß ausgefressen, dachte sich. Oder besser ausgetrunken. Bin ich froh, dass ich keinen Wein trinke. Jandrik kämpft sich zurück die Treppe wieder hoch und hört dann ein Rumpeln über sich aus dem Waffenraum. Ich erstarre in der Bewegung. Versuche dann werden die Balken nach oben geschoben. Ich gehe rückwärts zurück in die Schatten an die Seite des Korridors, die Waffe bereit. Was machen wir denn jetzt mit der? Erstmal nach unten. Können wir später noch fragen, was wir genau machen sollen. Wir sollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie niemand mehr zu Gesicht bekommt. Soweit? Dachte ich mir schon fast. Hat sie jemand mit dir gesehen? Natürlich nicht. Ich bin ein bisschen ihr näher gekommen, wenn du verstehst, was ich meine. Verstehe schon. Ich warte ab. Kommen die zwei runter? Dass die Schritte, dass die, jemand die Treppe runterkommt. Wie gesagt, bin versteckt an der Seite, am besten noch hinter etwas, das Schwert bereit. Mittlerweile sollten meine Augen ja besser an die Dunkelheit gewöhnt sein. Und so warte ich, wen ich da sehe. Ja, sie bringen auch tatsächlich Licht mit, eine Fackel. Das tut im ersten Augenblick ein bisschen weh in den Augen, dass du wieder Licht siehst. Da ist eine schlanke Gestalt, die etwas über der Schulter trägt, und der dickliche Mann vom Eingang. Die schlanke Gestalt, habe ich die schon gesehen? Bis jetzt noch nicht. Ich warte noch, ob sie das, was über der Schulter ist, ablegen. Kann ich erkennen? Ist das Menschen? Hat es Menschenform? Das ist eine Frau. Kann ich die erkennen? Kannst du erkennen, aber du kennst sie, glaube ich, nicht. Hab sie noch nicht gesehen. Okay. Ich bringe mich schon mal in Position. Mein Instinkt, ich folge meinem Instinkt. Wer ist der Gefährlichere? Ich würde sagen, der Dünne. Ja, die dünne Gestalt, wenn sie jetzt näher kommt im lichten Schein, ist sehr, sehr auffällig.
denn sie wirkt etwas unmenschlich. Denn sie ist eine aufrecht laufende Echsenkreatur. Schuppig. Leicht züngelt immer wieder die Zunge zwischen den Lippen hervor. Ich greife wahllos eine dieser Fiolen, die ich eingesteckt habe, poppe sie auf. Ganz wahllos. Ja, Belisha, also den armen Dorftrottel niedergemacht. War mir klar, dass sie den ausnockt. Noch einen Schritt nach vorne. Sie müssen ein bisschen aufpassen. Irgendjemand wird ihn vermissen. Es verschwinden so viele, will hängst einfach den Barbaren an. Ich warte einen Moment, wo der Dicke nicht in meine Richtung guckt und der andere am besten gerade die Frau ablegt, also die Hände unten hat. Dann springe ich vor, schütte dem Dicken diese Flüssigkeit, was auch immer es sein mag, ins Gesicht und versuche dem anderen die Kehle durchzuschneiden oder abzuschlagen oder was auch immer von hinten am besten geht in dem Moment. Hendrik zieht das Messer in einer flüssigen Bewegung herum, trifft die Kehle des Wesens, hat aber nicht, da Jandrik noch niemals Echsenwesen so nahe war, da er sie überhaupt richtig kennt, gar nicht damit gerechnet, dass die Schuppenhaut so dick ist. Du hast einen menschlichen Hals vor dir gewähnt, dem Schnitt. Und so machst du zwar einen Schnitt, der ordentlich Blut hinterlässt auf deiner Klinge und die exische Gestalt nach vorne taumeln lässt, aber sie ist nicht tödlich, diese Aktion. Und deine Ablenkungsmanöver dem Dicken gegenüber führt auch dazu, dass der sich erstmal die Augen hält und laut ruft. Dann weiter, sofort zur Echse, das Schwert, ich hatte ja noch ein Schwert, das Schwert weiter erhoben und mit aller Wucht in den Rücken der Echse gerammt. Das Schwert dringt tief in den Körper der Echse ein und du spürst den Boden auf der anderen Seite. Ich wirbel herum. Ich wirbel erstmal herum, rechne mit dem Dicken. Der steht vor dir, blinzelt dich an. Und dann nach vorne. Hebt seine Pranke. Nach vorne, das Schwert ihm am besten in die Visage, in den Mund hinein. Seine Hand schießt nach vorne und wehrt mit der Außenseite seines Panzerhandschuhs den Schwertattacke gegen neben seinen Kopf ab. Das Schwert gleitet runter. Nicht. Ich taumel zur Seite. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell ist. Jetzt hat er eine Gelegenheit. Möge Tagunitot dich strafen, was du hier tust. Er zieht sein Knie hoch und versucht, dich in den Unterleib zu treten. Weil ich im Taumeln bin, wird er mich vielleicht halb teils erwischen, möglicherweise Unterleib, aber vielleicht kann ich ein bisschen zur Seite. Ich gehe zu Boden und versuche nun, das Schwert ihm von unten nochmal ihm selbst in den Unterleib zu rammen. Seine dicken Rüstungsschichten, seinen Panzer auf dem Oberschenkel, darin streift das Schwert entlang, trifft die Nahtstelle zwischen den beiden Panzerplatten. Und fügst ihm eine tiefe Schnittwunde auf Höhe der Adduktoren zu. Er brüllt auf und dann spürt Jandrik, wie die eine Faust auf ihn hinunterschlägt. Gesicht treffend. Die kann er nicht abwehren, schreit auf, versucht sich zu wehren, kriegt vielleicht noch einen weiteren Hieb ab und versucht dann irgendwie nach oben zu packen und die Gestalt zur Seite zu reißen. Diese massive, dicke, große Gestalt wuchtet sich auf Jandrik hin drauf. Und Jandrik weiß ganz genau, wenn dieser Körper einmal komplett auf mir drauf liegt, selbst wenn ich ihm das Schwert durch die Rippen gebohrt habe, so einfach werde ich es nicht schaffen, ihn von mir zu rollen. Ja, aber da ist ja noch der Dolch mit der anderen Hand ins Gewand, den Dolch nach oben reißend. In irgendeine Nahtstelle, eine Seite der Rüstung, vielleicht am Bauch entlang oder wo immer ich hineintreffen kann. In die Achselhöhle. Triffst eine ungeschützte Stelle in der Achselhöhle, während er noch einmal einen wuchtigen Schlag gegen deine Seite führt. Ah! Und ramme den Dolch so tief hinein, wie ich nur irgendwie kann. Schon halb bewusstlos. Immer und immer wieder sticht Jandrik zu. Immer auf dieselbe Stelle. Und da ist das Fleisch und das
dieses flatschende Geräusch des eindringenden Dolches. Geh zu Boron! Geh zu ihm! Dann zieht er dich hoch mit einer Pranke an einem Schlawittchen hoch auf Gesichtshöhe. Du siehst irgendwie, wie er Blut spuckt. Boron will mich nicht haben. Und dann gibt er dir eine Kopfnuss und knockt dich aus. Astanio bemerkt, dass Jandrik nicht wieder auftaucht. Astanio wird nach einer Weile faserig, unruhig. Er wird auch wieder klar im Kopf. Das Glas Wasser hat er auch auf Ex getrunken. Er ist noch nicht ganz wieder fit, aber er schüttelt die Frauen, mit denen er vorhin noch getanzt hat, ab und entschuldigt mich, meine Damen, ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben und wird Richtung Tür huschen. Die andere hinterher. Du weißt ja, in welchen Raum er hinein wollte und du findest die Tür offen vor. Die Waffentür? Du siehst dann, wenn du da durchgehst, siehst du die Waffenkammer. Dann würde sich Astanio dort ein Schwert rausholen. Nee, diesmal kein Schwert, sondern gibt es da so eine Art Morgenstern, so einen schwierigen, ja, so einen Zweihänder? Stimmt, ja. Dann würde Astanio sich so ein Ding holen. Dann hörst du von unter dir, wo du es nicht sehen kannst, irgendwie im Geschoss unter dir, anscheinend sind da Geräusche, hörst du Geräusche nach oben dringen, Kampfgeräusche. Sehe ich irgendwo den Weg nach unten? Da sind nur lose Dielen. Dann wird Astanio sich auf den Boden legen und nach so etwas wie einer Falltür suchen. Natürlich findest du nach genauerem Suchen auch den Durchgang nach unten. Dann wird Astanio, so leise er mit dem Zweihänder kann, das ist so ein Zweihänder-Hammer, nach unten steigen. Dann was hörst du von unten Geräusche. Jemand spricht. Boron, hat er gesagt. Was macht der hier? Wahrscheinlich irgendeiner dieser blöden Westler. Das muss ich unbedingt melden. Astanio, was er gedacht hat, er könnte mir was antun. Ich, der ich im Segen der Taguni dort stehe. Astanio. Bin schon gestorben. Als Astanio das hört, schleicht er sich von hinten heran. Mit einem riesigen, also mit einem großen Schwung versucht er mit dem Zweihänder den Kopf seitlich zu treffen von dieser dicken, fetten Gestalt. Das macht ein lautes, knackendes und knirschendes Geräusch und der Kopf geht zur Seite weg. Und der Morgenstern lässt eine große, blutende Delle im Kopf. Aber dann ruckt die Gestalt insgesamt, und jetzt kannst du auch sehen, dass Jandrik unter ihr liegt, zu dir herum. Und dann schaut er dich mit dem eingeknickten, zerbeulten Kopf an. Noch so einer. Zieht dann seinen eigenen Kopf wieder gerade. Du siehst das Targunitor-Zeichen auf der Stirn leuchten. Noch so einer. Ganz recht. Weißt du aber, was das Komm Problem nur her, ist? Versuch dein Glück. Oh, sehr gerne. Und Astanio kommt nicht auf ihn zu. Er merkt, eine normale Waffe hat damit. Wird sich hier leider nicht wirklich. Na, das funktioniert nicht. Wie sieht Astanio, ob er noch bei Bewusstsein ist, also Jandrik? Das kannst du hier in dem Zwielicht, da ist eine Fackel, die ist am Boden. Das ist das einzige Licht, was es hier gibt. Irgendwie es flackert und flickert. Jandrik liegt halt unter der Gestalt, die dich gerade auch zum Kampf aufgefordert hat. Weißt nicht, ob er noch lebt oder nicht. Sieht ziemlich ramponiert aus, blutet aus der Lippe, die aufgeplatzt ist. Jetzt muss ich tatsächlich eine ganz kleine Zwischenfrage stellen an den Spielleiter. Das Flammenschwert konnte ich nicht ohne weiteres, ne? Das ging nicht ohne Stab. Das Flammenschwert geht nur mit dem magischen Stab. Ja, okay, scheiße.
Na dann, wird Astanio seine Hand heben und so, dass es Jandrik nicht trifft, einen seinen altbekannten Feuerball entzünden. Nimm die Feuerlanze, der Feuerball ist ziemlich groß. Dann nimmt er die Feuerlanze. Okay. Das letzte Mal war die Feuerball. Feuerball ist mega krass. Feuerlanze ist der gängige Zauber. Na gut, dann nimmt Astanio die Feuerlanze und versucht, diesem Geschöpf ins Gesicht damit zu treffen. Jandrik bekommt in diesem Augenblick wieder Bewusstsein. War nur kurz. Alles in seinem Körper schmerzt. Du fühlst die aufgeplatzte Wunde in deinem Gesicht. Du siehst diese massige Gestalt über dir. Du möchtest sofort irgendwie agieren, aber deine ganzen Glieder schmerzen so, dass du die Hände gar nicht richtig erheben kannst. Da was gebrochen ist, kannst du schwer sagen, aber es fühlt sich einfach schmerzhaft an. Und dann hörst du den Zauberspruch Astanios. Ignifaxius, schreit er der Gestalt über dir entgegen. Und dann ist der ganze Raum voll mit Feuer. Und die Gestalt über dir bricht auf dich zusammen. Ich roll mich, also schon als ich Astanio rufen höre, wird meine Panik viel größer, als dieses untote Monster jemals in mir verursachen könnte. Und in einem Reflex, der antrainiert ist in den letzten Wochen, roll ich mich zur Seite irgendwie weg von was auch immer dieser Wahnsinnige jetzt gerade macht. Die Gestalt über dir bricht zusammen und gibt keinen Ruck mehr von sich. Ich zur Seite spring weg davon, nicht, dass es explodiert oder was auch immer oder in der Flammensäule aufgeht und springe hoch, taumelt, völlig blutig, völlig unkoordiniert. Bevor das passiert, bevor Astanio überhaupt noch fertig ist mit dem Zauber, hörst du ihn noch rufen, nicht mein Junge. Ich blicke in Richtung zu Astanio rüber, wahrscheinlich noch zu den Resten dieser Flammensäule, die sich da aufgetan hat. Und ein leichtes Feuer umspielt Astanios Hand immer noch. Ja, genau da blicke ich hin, immer noch ein bisschen unsicher, ob das gleich hier weitergeht und bleibe auch ein bisschen zum Abstand. Wer lebt noch? Wie ist das mit Astanios Augenlicht? Das Augenlicht ist gerade schlechter geworden. Nicht wirklich schlimm schlecht, aber schlechter. Okay. Dann reibt er sich die Augen. Kann auch der Rausch sein. Und tastet sich so zu Jandrik hinüber und wurmelt Balsam Salabunde. Heile Wunde. Halt, bevor... Jandrik spürt Wärme durch seinen Körper schießen. Und dann hört der Schmerz auf. Spar deine Kraft. Spar deine Kraft. Das hier war nur der Anfang. Das ist nicht klar. Aber wir brauchen dich auch. Ich danke dir. Ich glaube, er hätte mich... Ich weiß nicht, was das war. Ich habe ihn so oft getroffen. Ich hätte ihn viermal töten müssen. Er hatte das Zeichen von Tyrkunika auf dem Kopf. Er war schon tot. Ich habe ihm mit einem... Und Astanio zeigt auf dem Boden liegenden Zweien, und das Ding ist wirklich ein massives, riesiges Ding, damit den Kopf eingeschlagen. Jeder normale Mensch wäre tot. Hör zu. Da ist jemand nicht. Und Jandrik taumelt zu dieser Frau, die da ja irgendwo immer noch liegen muss. Ja. Hallo? Hallo? Astanio erkennt die Bürgermeisterin. Ach du Scheiße. Was? Was ist? Wer ist sie? Das ist die Bürgermeisterin. Die Bürgermeisterin? Und Astanio wird sich über sie beugen und so gegen das Gesicht so. Hallo? Aufwachen! Sie atmet, aber sie reagiert nicht auf das Aufwachen.
Die Bürgermeisterin. Was war, warum entführen die die Bürgermeisterin? Die sind doch auf derselben Seite, oder nicht? Sie ist, das wissen wir bei ihr nicht ganz so genau. Sie ist Borberat-Anhängerin, aber Nandesgläubig, und zwar bekennend. Bei dem Wort Borberat-Anhängerin sucht meine Hand automatisch meinen Dolch, der hier irgendwo liegen muss, aber... Okay. Findest ihn. Ja, ich nehme ihn, aber schaue dann auch zu dieser Frau, aber bin erstmal... Bedenke, Jandrik. Borberat ist immer noch ein Heiliger der Donnerskirche, auch in unseren Landen. Nicht für mich. Aber gut, wenn diese Leute sie gefangen nehmen, dann ist sie erstmal nicht der Feind. Sieht Astanio irgendwelche Wunden oder irgendetwas Vergleichbares, oder ist sie einfach nur Knockout? Du siehst keine Wunden. Hör zu, ich glaube, wir müssen schnell handeln. Ich weiß nicht immer, was auch immer hier passiert, aber es ist etwas Großes. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich habe mit Mora geredet, sie wird diesen Weingutbesitzer töten. Ich habe schon gesehen, es ist schon so schlecht geworden, wie sie um sie herumschlawenzelt. Das macht sie sehr gut. Hast du noch Kraft? Hast du noch magische Kraft in dir? Wie fühlt sich Astanio? Ist der genügend an der Quelle? Ja, definitiv. Wir haben Glück, dass hier diese Strukturen sind. Richtig. Ich weiß nicht, was das hier alles ist. Vielleicht ist da irgendwas von Wert für dich dabei und er hält ihm diesen Beutel hin. Sanyo schaut in den Beutel. Sieht er da irgendetwas, was ihm helfen könnte? Etliche Fiolen mit welchen Flüssigkeiten drin? Kann er erkennen, welche Flüssigkeiten das sind? Dafür bräuchtest du Zeit. Ich möchte das analysieren. Dafür haben wir die Zeit nicht. Hast du noch irgendwas gefunden hier? Oder hat er dich... Oder haben sie dich hier gleich aufgegriffen, als du hier runter bist? Da drüben liegt ein Toter. Jemand hat ihm den Hals aufgerissen. Ich glaube, es ist diese eine Frau, die auch aussieht wie eine Amazone oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Die Wächterin, ja. Ich denke, sie ist das größte Problem. Hör zu, was ich will ist... Das ist eine einmalige Gelegenheit, so viele von diesen Schweinen wie möglich auszuschalten. Ich wollte eigentlich noch mit Osko reden, bevor ich hier angegriffen wurde. Der ist, die Ablenkung hat ihn ein bisschen das Hemd versaut. Das ist doch jetzt egal, Hemd oder nicht. Er muss die Geiseln retten. Oder, ich weiß, ich glaube, ich kann eh nicht viel mehr tun momentan. Fühlst du dich stark genug, um diesen Laden in Schutt und Asche zu brennen? Das ist kein Problem. Und Jandrik schaut ihn an, tritt etwas näher, fasst ihn mit der einen Hand an die Schulter. Ich danke dir, alter Mann. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht zum ersten Mal. Astanio wird Jandrik einmal festdrücken. Denkst du? Und er nimmt die Ahnung an und erwidert sie. Für einen kurzen Moment sagt er nichts, kann gar nicht, ist ganz gefangen davon und dann aber reißt er sich los. Hör zu, wir müssen uns beeilen. Ich will dieses Finale, was auch immer es ist, gar nicht erleben. Ich gehe zu Osko. Ich rette mit ihm die Geiseln. Kommst du alleine zurecht? Ich habe eine Idee. Ich werde zuerst anfangen, das Feuer hier unten zu legen. Ich werde oben diese Klappe zumachen, es ist aus Holz, das heißt, die Flammen werden hochschlängeln, aber wir müssen schnell sein. Ich weiß, wir können das Feuer dann nicht mehr kontrollieren. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Was machen wir mit ihr? Sie ist immer noch selbstgottergläubig. Verstehe. Osko würde mir den Kopf abreißen, wenn wir sie hier lassen. Und zumindestens, selbst wenn... Aus taktischer Sicht ist sie wertvoll. Sie hat Informationen. Ganz genau. Wir nehmen sie mit als Geisel.
Und Jantrik packt sie. Hey, wach auf! Keine Reaktion. Wie viel hat Astano wahrscheinlich noch über, wenn er noch das ganze Haus abfackeln möchte? Danach wahrscheinlich bist du wahrscheinlich leer, weil das Haus ist ziemlich groß. Gut, dann heißt es, dass ich einen wahrscheinlichen Analysis jetzt eher nicht wirken sollte. Vergiss es. Ich bringe sie zu Osko. Sie wird betrunken wirken. Ich trage sie hin. Gut. Und Astano gibt dir seine Maske, damit sie nicht erkannt wird. Ja. Er zieht dir die Maske auf. Er schaut auch, ob hier vielleicht noch irgendwelche anderen Lumpen oder sowas sind, die man ihr überstreifen kann, dass man sie nicht sofort erkennt als die Bürgermeisterin. Da sind zum Beispiel die Kleider des Toten. Des toten Mannes, aber die ist über und über mit Blut besudelt. Und die Kleidung von dem Dicken, vielleicht von dem Echsenwesen, das könnte passen, weil es ist eher so robenartig. Dann nehmen wir die Robe des Echsenwesens. Sanyo hilft dabei, das Echsenwesen auszuziehen. Die Frau ziehen wir nicht aus, ist nicht nötig. Wir ziehen einfach das, drüber. Und dann packe ich sie und nehme sie so. Ich bin ja selber geschwächt noch, wahrscheinlich ein bisschen zumindest. Aber ich werde quasi in so einer Art Umarmung und sie so halb tragend, halb schleifend mit ihr nach oben gehen. Während ihr da unten zugange seid, wird Schwarzbach immer zudringlicher bei Mora. Sehr gut. Mora hatte schon daran gedacht, dieses Parfum einmal auszuprobieren. Aber wenn das jetzt nicht mehr nötig ist, naja, gut. Sie lässt sich darauf ein. Sie flirtet mit ihm, lehnt sich an ihn, beginnt mit den Fingerspitzen seinen Nacken zu kraulen. Meinst du, wir könnten vielleicht uns doch noch mal in den Keller anschauen? Ja, was soll's. Man wird mich schon nicht so lange vermissen. Gut, ich freue mich. Und Mora nickt in dem Moment auch Elena zu, ihr zu folgen. Elena nickt zurück. Schwarzbach grinst Elena an. Sie legt ein bisschen den Kopf. Sie wird nicht von meiner Seite weichen, das verspreche ich. Hervorragend. Es wird ein fürchterlich guter Tag. Auf jeden Fall, den Abend werden wir nicht vergessen, oder? Ihr beide und, bestimmt nicht. Sie lässt sich quasi mit ihm ziehen, aber sie kennt ja den Weg. Und versucht, mit ihm in den Keller zu gehen. Ja. Ist dazu. Dann geht sie in den Keller. Und flirtet weiter mit ihm. Fängt an, sein Hemd so leicht aufzuknöpfen. Und weist dabei mit einem Kopfnicken an, dass Elena die Tür schließen soll. Elena tut, wie ihr Mora heißt. Schließt die Tür, ist aufmerksam. Folgt ihr bis zu einem gewissen Punkt. Mora lässt den Blick schweifen. Reingehen. Sind sie allein? Und Mora fängt an, sich auszuziehen. Langsam lässt sie quasi erst den Mantel fallen und dann tut sie so, als würde sie ihre Bluse aufknöpfen wollen und greift dabei ganz elegant in ihr Mieder, wo sie die Dolche versteckt hat. Und drückt ihn auf einen Stuhl, der dort steht. Setzt sich rittlings auf seinen Schoß, streicht mit den Händen um seinen Hals und seinen Nacken, als würde sie ihn küssen und umgarnen wollen. Und dann zieht sie den Dolch, ungesehen, aus dem Mieder und rammt ihn mit einer schnellen Bewegung in seinen Hals. Ein lautes Röcheln und ein Schwall von Blut und dann erschlafft die Gestalt unter dir. Und sie drückt die Hand auf seinen Mund. Shh, shh. Wir wollen doch hier niemanden aufregen, oder?
Und sie presst fest zu und dreht den Dolch noch einmal in seinem Hals, bevor sie ihn herauszieht. Oh, bei den Zwölfen. Und sie steht auf von seinem Schoß und reißt sich die Maske in dem Moment vom Gesicht. Und sie ist Elena hört Geräusche von draußen. Oh, pass auf, da kommt jemand. Lass uns besser, zieh die Maske wieder und lass uns verschwinden. Kann man ihn. Und, aber sie sieht, es ist zu viel Blut. Und sie nimmt ihre Robe und reißt ein Stück Stoff, wickelt sie ihm um den Hals. Naja, für den ersten Blick. Raus hier. Schnell. Mhm. Und sie blickt sich um. Gibt es einen Ausgang? Kann man dem anderen... Durch den ihr gekommen seid, ja. Ganz schnell. Und sie huscht raus und versucht, die Tür hinter sich zu schließen. Elena hört von draußen eine Frauenstimme. Ich komm jetzt hier hin. Ich weiß, wo es neue Hemden gibt. Osko steht nämlich mit einer Frau vor der Tür, die ihn hier runtergezogen hat. Das kann man ja so nicht stehen lassen. Das wäre vortrefflich, ja. Ihr habt vollkommen recht. Das ist ein geheimes Gemach des Schwarzbach. Der hat ganz wertvolle Hemden, aber ich denke, er kann eins entbehren. Das ist Herrn Schwarzbach. Ich denke doch, die werden mir einige Nummern zu groß sein. Ich werde damit was nehmen wie ein Kind. Ah, der war mal viel schlaksiger, wenn du verstehst. In dem Moment stolpert Mora quasi ein wenig angetrunken, mimend, aus dem Gange raus und zieht die Tür schnell zu sich. Hallo. Oh, hallo. Was macht ihr beiden Hübschen denn hier? Und sie wirft Osko und der Dame vielsagende Blicke zu. Wolltet ihr allein sein? Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Eigentlich schon. Oh. Ist das besetzt, das Zimmer? Ja. Ich glaube, der Herr Schwarzbach möchte da gerade ungestört sein. Verdammt. Immer ein bisschen früher mehr. Aber na, dann komm mit mir, ich weiß noch einen Raum. Zieht Osko weiter hinter sich her. Viel dann, Spaß euch beiden. Ja, Osko lässt das mit sich machen. Einfach mitspielen. Ja. Lena schaut ihm hinterher, aber sagt aber nichts. Wir haben gleich ein Rendezvous, vergiss das nicht. Ruft Mora Osko hinterher. Ist das deine Freundin? Fragt sie. Könnte man so sagen, ja. Hast du es nicht gleich gesagt? Kann mitmachen. Ich befürchte, sie ist nicht so überzeugt von, du weißt schon. Wirkt aber ganz anders. Ihr kennt das doch. Jeder hier hat irgendeine Art Fassade. Irgendeine Rolle, die man spielt. Ja. Welche Rolle spielst du denn heute Abend noch? Ich hoffe, eine große. Oh. Genau, kann ich das nicht sagen. Aber, nun ja, ich lasse mich diesbezüglich immer überraschen. Es müsste auch irgendwann die Opferung kommen. Stimmt. Ich weiß, wo der Delinquent ist. Soll ich hier zeigen? Nicht wirklich, nein. Ich bin daran nicht interessiert. Komm schon. Was bist denn du für ein... Warum nochmal habe ich dich mitgenommen? Ach ja, wegen der Brust. Stimmt jetzt auf die Brust und fährt dann ran so runter. Ausgeschmunzelt. Nun gut. Könnten Spaß haben. Weißt du, es kümmert niemanden mehr, ob er verletzt ist oder nicht, wenn er geopfert wird. Osko bleibt stehen. Tut mir leid, aber ich stehe darauf nicht so. Aber du bist echt ein totaler Langweiler, kann das sein?
Tut mir leid, ich finde solche Sachen eher abstoßend. Und es ist primitiv auf eine Art und Weise. Dann halt nicht, schubst dich von ihr ein bisschen weg. Ich finde schon jemanden. Ich glaube, der Zwerg war ganz angetan von der Idee. Der Zwerg ist von ganz vielen Sachen hier angetan, aber viel Spaß dabei. Auf bloß nicht einzelner Pülverchen, ist alles nur Placebo. Letzter Bitte. Tipp, auch für einen Langweiler. Bitte. Ja, und Oskar würde dann warten, bis sie weg ist. Mhm. Was haben die denn alle hier für ein Problem? Wie kann man so viele kranke Personen... Nein, wo war jetzt immer Mora? Ja, ich glaube, Oskar würde Mora unweit finden. Quasi auf dem Weg wieder zum Hauptraum. Aber Elena und sie. Und du siehst ein wenig Blut an ihrem Ärmel. Und sie schreckt fast ein wenig zusammen, als du so unverhofft neben ihr stehst. Da bist du ja. Wie geht es dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und sie tritt sehr unvermittelt sehr nah an Oskar heran. Schwarzbach ist Geschichte. Ich habe es bereits gesehen. Dann warst du erfolgreich. Ja. Wo ist er? Und Mora beantwortet sich die Frage selbst, blickt den Gang entlang. Der Gefangene. Ich weiß es nicht genau. Teil unseres Ablenkungsmanövers für Jandrik war es, dass wir, also dass Tan und ich uns ein wenig zerstritten haben. Seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Nee, ich habe eine Vermutung. Ich weiß, wo die Kerker sind. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Schnell. Dann sollen wir dahin. Ja, Mora hastet in die Richtung. Wollen wir hoffen, dass Jandrik und dass Tanio hier alles in Brand setzen? Das war ihr Plan. Ja. Ja, durch Moras Anleitung findet ihr tatsächlich die Kerker, wo ein in Lumpen gehüllter Mann in einer Käfigzelle sitzt. Da ist er. Und Mora versucht zu schauen, wie gut das Schloss gefertigt ist. Es ist ein sehr gutes, großes Schloss. Und sie beginnt zu nesteln. Sie versucht zu schauen, der Dietrich, hat sie den Dietrich mitgenommen? Mist, der ist im Mantel, den hat sie nicht mit. Verdammt. Lena hört Geräusche von draußen. Oh, da kommt jemand. Blanke Gewalt. Was, den Mantel liegen lassen? Verdammt, das habe ich. Der ist am Pferd. Ja. Und sie deutet auf vielleicht die Waffe Elenas und dann auf das Schloss. Ja, vielleicht hilft auch einer von denen. Elena zieht so einen von den einen Schlüsselbund raus. Sind nicht, passen vielleicht nicht komplett, aber den lässt noch aus dem Ogrenwacht. Die Tür hinter Elena und Oskar wird aufgestoßen und die Amazonengestalt steht in der Tür. Oh. Was geht denn hier los? Und Mora greift mit einer flinken Bewegung den Schlüssel aus Elenas Hand. Elena wird ihre Hände zum Kämpfen brauchen. Mhm. Ach. Na, wonach sieht's denn aus? Wir holen den Gefangenen. Das ist meine Aufgabe. Vielleicht nicht mehr. Und Mora macht sich daran, das Schloss zu öffnen. Langsam zieht sie ihren krummen Säbel. Elena zieht ihr Schwert. Dann lass uns tanzen, Schwester. Zischt ihr entgegen. Gerne. Elena schickt ein Stoßgebet an Rondra und wird sie angreifen. Elena stürmt nach vorne, das Schwert voran. Gekonnt pariert diese Gestalt mit einem Seitwärtshieb in Ansturm. Okay. Wirbelt herum und lässt den krummen Säbel Richtung Elena sausen. Die wiederum dreht sich auch und blockiert in ähnlicher Art und Weise. Und vielleicht merkt nach zwei, drei Hieben, wo sie miteinander getanzt sind,
die schwarze Amazone, dass vorher die Frau eigentlich dieses Schwert doch anders führt, als man es ein Schwert führen würde. Dass sie da jemanden vor sich hat, der auch durchaus vielleicht mit einer, normalerweise mit einer anderen Waffe kämpft. Und die Lena fängt an zu tanzen und ja, die Amazone kommt raus. Sie macht eine Finte, was man vielleicht von ihr nicht erwarten würde. Und trifft sie in der Kniekehle. Sie geht kurz in die Knie, schiebt dann aber den Krummsäbel in einer unerwarteten Bewegung schräg nach oben und trifft Elena dann an der Schulter. Ah, verdammt! Osko wollte das machen. Ja. Osko würde nämlich den Moment nutzen, in dem sich die beiden Amazonen gegenüberstehen, sich in die Augen schauen, dass Osko sich an die Wand drückt in Richtung der Tür und die Tür wieder schließt, die andere Amazone gerade aufgestoßen hat. Kurz bevor das Schwerterklirren zu hören ist. Ganz sachte, den Riegel leise wieder ins Schloss schiebend und sich dann weiterhin erstmal an den Rand halten und vielleicht auch auf eine Gelegenheit wartend. Wobei Osko sieht in Elena vielleicht so einen leichten Ehrgeiz, so einen Funkel in ihren Augen, dass Osko sich auch erst einmal zurückhält, sich dabei wieder, wie es vorhin auch getan hat, an die Wand drückt und dann mehr in Richtung des Käfigs schleicht. Es sieht wirklich vielleicht für Unbeobachtete aus wie ein Schwerttanz eher als ein richtiges Duell. Hier sind definitiv zwei Kämpferinnen gegeneinander am Werk, die ihr Handwerk bestens verstehen. Allerdings kämpft eine von ihnen rechtschaffen, während die andere jetzt auch die fiesen Tricks herauspackt, als sie merkt, dass ihr eine Gegnerin gegenübersteht, die ihr gewachsen ist. Sie nestelt etwas in ihrer Tasche und im nächsten Augenblick hat Elena eine Art Staub vor dem Gesicht. Und es ist ein beißender Gestank und Tränen schießen ihr in die Augen. Und der nächste Augenblick ist Schmerz in der Seite, als der Krummsäbel dich dort genau trifft. Ja, tatsächlich muss der Krummsäbel dann dafür noch durchs Kettenhemd. Also es ist eher eine Prellung. Die Lena flucht. Die rutscht ein. Verzeih mir, Herrin. Sie lacht. Und die Lena fängt an auch fies zu kämpfen. Denn sie war ja auch eine Weile Söldnerin. Und, naja, sie hat Samora gesagt, dass sie Leute nicht heimlich abmuckst, aber das hier ist ein Kampf, den sie unbedingt gewinnen will gegen diese Verräterin, Paktiererin. Und sie holt alles raus. Und hat mal ein Stoßgebet an Rondra auf den Lippen. Kämpft. Ein unrondrianischer Tritt gegen das schon angeschlagene Kniegelenk. Und es gibt ein lautes Knacken, als die Gegnerin Elenas zur Seite wegbricht und dich mit großen Augen anschaut, als ob gerade irgendetwas passiert wäre, was sie überhaupt nicht erwartet hat, was sie natürlich auch nicht hat. Der Knochen tritt unter der Rüstung hervor. Du, das ist nicht im Sinne der Leuen. Als ob du im Sinne der Leuen kämpfen würdest. Ich weiß es und ich werde dafür Buße tun. Verräterin. Und die Lena wird ihm einfach dann den Kopf ab, wird ihr dann zuschlagen, dass sie den Kopf durch den Kopf abschlägt. Oder entsprechend, ja, das soll einen Gnadenstoß geben. Der Kopf rollt zwischen Mora und Osko Richtung Zellentür. Sei mir, Rondra. Ich hoffe, du verzeihst mir. Und Mora versucht weiterhin die ganzen Schlüssel und arbeitet sich an dem Schloss ab. Und dann hat sie einen. Mit etwas Gewalt und Nachdruck arbeitet sie daran. Komm schon mal, schneller. Schneller. Lass mich raus. Das Schloss gibt nach. Wenn auch knirschend. Und sie kann es ein wenig aufziehen, sodass die Tür sich öffnet. Tür öffnet sich, die Gestalt stürmt auf dich herein, umarmt dich erstmal. Wir müssen schnell hier weg. Ja, natürlich. Lauf! Lauf die Treppen wieder hinauf, Osko, Mora, Elena.
trefft draußen, lauft ihr fast gegen Jandrik, der gerade die Kerkergemächer gefunden hat. Ja, die Bürgermeisterin habe ich irgendwo abgelegt, in einem Zimmer vielleicht, das unbesucht war. Und wenn ich jetzt gegen Mora stoße, dann zucke ich erstmal zurück. Ah! Du, endlich. Wir müssen okay. Raus. Hast du es geschafft? Er lebt nicht mehr. Und der Gefangenen oder der Gefangene? Und sie nickt dem Gefangenen zu, der jetzt gerade versucht, das weiterzusuchen und an ihn vorbeiläuft. Der hat die Beine in die Hand genommen. Gut. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Ja, aber ich denke, Astanjo könnte vielleicht Hilfe brauchen. Ich bin nicht sicher. Osko. Ja. Bring mit Mora und eröffne diese Tür die Bürgermeisterin heraus. Ich denke, Elena wird mir helfen wollen, sicherzustellen, dass der alte Mann sich nicht selbst in die Luft sprengt. Wir warten vorne auf euch. Nein, ja. Hinten. Es gibt einen Seitenausgang in die Hänge, in die Weinberge. Mit die Pferde. Dort warten wir auf euch, mit den Pferden. Und in irgendeinem Impuls, den Jandrik später nicht mehr benennen kann, zieht er Mora zu sich und gibt ihr einen ganz kurzen Kuss auf die Lippen. Mora ist verwundert. Bevor sie, geschehen. Bevor sie wirklich darauf reagieren kann, lässt er sie wieder los. Lächelt. Das wollte ich mir noch holen, bevor ich in die Luft gesprengt werde. Und dann dreht er sich um und rennt los. Und Mora rennt mit den anderen Richtung Ausgang. Lena folgt Jandrik. Sie schnappen sich die Bürgermeisterin und dann nichts wie weg hier. Astanjo ist währenddessen oben aufs Dach geklettert und hat Feuer gelegt nach unten, ganz normales erst einmal, und steht nun auf der perfekten Stelle, um einen riesigen Feuerball auf die Meute loszulassen. Astanjo schaut herunter, wie sie dort tanzen, dekadent, und schaut gegen den Himmel. So, Preis. Dann lass diesen Feuerball mal so hell werden, wie die Sonne, die du jeden Tag auf und untergehen lässt. Und Astanjo nimmt beide Hände dies einmal und versucht. Dies einmal, beim letzten Feuerball hat er das natürlich so getan, wie man es ihm beigebracht hat. Bloß nicht zu viel Energie in die Magie laufen lassen, das geht zu wenig. Besinnt sich dann aber und lässt einfach nur einen Feuerball mitten in die Menge los. Einen ganz normalen. Den Zauberspruch. Jetzt muss ich wieder nachgucken. Chat. Ignisferos. Haare im Mund. Ignisfero Feuerball. Gleißen, Brand und Donnerhall. Und mit einem Wusch kommt der altbekannte Feuerball. Während Jandrik und Elena aus der Tür hinaustreten, auf der Seitentür. Und Mora und Osko mit der Bürgermeisterin schon unten an der Treppe angelangt sind, sieht man einen riesigen Feuerball in der Menge der Besucher des Weinfestes einschlagen. Und hier verlassen wir die Rabenmark für heute. Eigentlich hätte ich Elena aufs Dach gehen lassen wollen, um Astanjo zu suchen. Oder Astanjo gesucht, nicht gefunden. Naja. Könnt ihr ja noch beim nächsten Mal machen oder so. Also ja. man muss aber dazu sagen, dass Astanjo ja erst einmal den Keller angefackelt hat. Ne? Der hat sich wahrscheinlich eines dieser Weinfässer genommen, weil so viel Alkohol, wie da offensichtlich drin ist, brennt das Zeug wahrscheinlich lichterloh.
Und unter uns brennt es und jetzt brennt es oben auf uns. Also das ganze Ding wird bis auf die Grundmauern abfackeln. Ja. Ja. Definitiv. Kannst du die Aufnahme mal stoppen? Kann ich. Recording stopped. Doch, ja. Erreich, was du sagst, es brennt. Nur es brennt nicht grün. Obwohl, wenn vielleicht die böse Amazone und der Tagunita-Paktierer, die brennen vielleicht grün. Genauso wie Schwarzbach. Vielleicht auch der gepanschte Alkohol. Wer weiß, wer alles auf dem Fest war. Ja, ein Tagunita-Paktierer, ein, was ist, Belhalal-Paktiererin. Der Seelensammler unter einer der Masken. Der überlebt, der sagt sich auch. Der wird das überleben. Der hat das verdammte Drachenfeuer überlebt. Der lässt sich die Show doch nicht entgehen, würde ich einfach sagen. Das war bestimmt der kleine Zwerg. Ja. Ja, ich fand die letzte Szene, die müsste so schön sein. Das ist einfach eine, die. Ja. Finde die gut. Ja. Asanio wirft mal wieder mit Feuerbällen. Für was anderes ist er nicht so gebrochen. Vanino hat auch im Chat, Asanio war hier. So ein Flammen. Wie eine Unterschrift. So, ja. Ja. Verkohlte Ruinen. Also ja. Wenn irgendwann, wenn man dann die Ruinen sieht, sieht man das wahrscheinlich genau da so also abgeleuchtet. Asanio was here. Genau da ist nämlich kein Ruf drauf. Ne? Oh ja. Ja. Oh Mann, war das eine Genugtuung, sage ich dir. Also mehrere kaltblütige Morde gerade und ein ziemlich persönlicher kaltblütiger Mord. Oh ja. Lena hat ja nicht kaltblütig gemordet. Sie hat die Amazonen, die Verräterin, zur Strecke gebracht. Aber dann einfach so zu sagen, ich kann dir nicht abmuxen. Das ist ja kein Kampf. Und ich dachte, nee, das ist was anderes. Das ist was. Spielerin. Ach du Scheiße, stimmt. Sie ist eine fucking Amazone. Ja. Aber Elena hat ja heuchelt keine Leute, wenn sie die Magdalena hat. Ja, dafür tut es Mora dreimal einfach. Asanio hat ja auch eigentlich, wenn man so sieht, jemanden kaltblütig von hinten. Ja gut, es ist nicht von hinten geblieben, aber eigentlich im Grunde doch. Der Einzige, der standhaft geblieben ist, ist Osko. Und er hat noch nicht mal gecheckt, wie angegraben er wurde. Na gut, aber also sehr wohl, sowohl Jantrik als auch Astanio haben im Versuch, jemanden zu retten, gehandelt. Ne? Das muss man ja, also der Feuerball ist nochmal was anderes, aber diese beiden Angriffe waren ja Rettungsversuche. Das muss man auch mal sagen. Und der Feuerball ist halt nötig, ne? Also der, ja. Das ist ein notwendiges. Ich meine, diese Typen haben bewiesen, dass man sie nicht am Leben lassen kann. Also geht nicht. Ja. Einige davon waren auch nicht mehr am Leben. Ja. Ja. Da muss jetzt einfach mal aufgeräumt werden. Und wenn die sich schon netterweise alle auf einen Haufen setzen, dann, ne? So eine Feuerball reinjagen, ja. Haben wir jetzt einen Haufen freie Bauern. Genau. Also da war eine extrem geschwächte Stadt, weil die komplette Führungsriege verpufft ist. War ja das Ziel. Die Drachengarde ist noch da, ne? Also, Drachengarde und die Bürgermeisterin. Aber die haben wir aber in unserer Gewalt. Die haben, ich wollte gerade sagen, wir haben eine Geisel. Und sie schuldet euch was, ne? Sie schuldet uns was, das ist das Wichtigere. Nicht unbedingt als Geisel, sondern sie schuldet uns was. Na, schauen wir mal. Ja, also ich find den Outcome des Abends sehr schön. Waren ein paar coole Szenen dabei, auch die Umarmung zwischen Jandrik und Astanio fand ich dann lange erwartet. Ich hab fast erwartet, dass Jandrik sagt, Astanio spürt, so wie es irgendwie, ne, hat hier so eine Träne am Hals. Wie so nass am Hals. Habe ich fast gerechnet. Und wieder ist Jandrik nicht getötet worden. Er ist unsterblich. Was soll man sagen? Asanio muss aufhören, den Jungen zu retten. Das geht nicht gut. Er hat Plot-Armor. Eindeutig. Ja. Und er versucht wirklich alles. Ne? Er gibt sich wirklich Mühe, um umgebracht zu werden. Jandrik gegen zwei Gegner, kein Problem, auf beengtem Raum gegen. Ja. Sehr schön. Und einer davon untot. Ja. Das checkt er ja nie. Das ist ja immer das Problem. Ne? Mittlerweile könnte man ja mal erwarten, dass er jetzt mal damit rechnet, aber er fällt ja immer wieder drauf rein. Ja. Ja. Und immer wieder kommt dann Astanio um die Ecke und rettet den Jungen auch noch. Also jedes Mal. Aber wie gut einfach diese Szene war. Einfach wie gut. Sehr schön. Ja. Oh, wie fies dieser Schwarzbach war. Boah. Mhm.
Der war ekelerregend. Ich glaube, ja, die ganze Gesellschaft aber Antagonisten kann ich, oder? Ja. Oh ja. Puh, Marotte, ich hab da so einen Ambrosius im Kopf gerade. Ja, ja, blöd. Ja, das ekelt mich selber, das darzustellen, aber irgendwie macht es so ein bisschen Spaß. Natürlich. Jetzt musst du es ja nicht mehr darstellen. Ist ja jetzt so wie diese Bond-Bösewichte, die einfach immer so ein Stückchen drüber sind. Und man denkt so, ja. Wo ist meine Katze? Meine untote Skelettkatze. Gute Idee für den nächsten. Oh Gott. Und ich glaube, irgendjemand irgendwo steht wieder so einer und applaudiert. Mhm. So eine schwarze Gestalt mit schwarzen Flügeln. Vielleicht. Lacht sich ins Fäustchen. Doch, alter Mann. Du hilfst mir dennoch. Ja, mir ist auch jetzt gestern noch eine Sache eingefallen, damit die Elena auch noch damit ich noch gerne integrieren würde. Ja. Mal gucken. Ariachos sagt auch, Ela schafft es noch, die Rabenmark ganz alleine zu befreien. Da braucht das Heer gar nicht mehr viel tun. Ja. Das ist der Plan, ja. Könnte passieren, ja. Ja, als soll nur noch eine Ruine, verbraucht schon die Hauptstadt. Ja. Alle loben euch. Tengi lobt euch auf jeden Fall. Und die anderen auch. Danke. Danke. Alles richtig Dankeschön. Gemacht, wenn das Fest in einem Feuerwerk endet. Ja, genau. Ja. Ja, vielen Dank nach euch da draußen, dass ihr hier mitgeschaut habt. Vielen Dank auch für den Raid von Orkic. Oh ja. Die ganzen Masse an Orks hier aufgeschlagen seid. Die haben die könnten wir gut gebrauchen, ne? Orks? Ja, in der Rabenmark. Solange sie uns nicht angreifen, ich glaube, die andere Kette was dagegen, aber. Er hat die Trollzacker dazu geholt. Wir haben tatsächlich, wenn ich uns 5 abziehe oder 6 abziehe, 20 Zuschauer. Ist das ein neuer Rekord für die Runde? Ja, scheint fast so, als wären die Raider geblieben. Keine Ahnung. Ja, hatten wir auch schon. Aber ich freue mich, dass wir schon mal 30. Hatten auch schon mal 30, glaube ich. Ja, du musst ja mal uns 6, je nachdem, abziehen, den wir auch auf Twitch hängen. Ich freue mich über jeden davon, der hier zuschaut. Während ihr jetzt gerade mal Werbung machen könnt für alles, was ihr so gerne sonst noch außerhalb dieser Runde fabriziert, werde ich jetzt mal hier gucken, wen wir gleich raiden und schauen mal. Vielleicht fängt irgendeiner von euch an. Dann macht mal Werbung für euch, damit die Leute euch finden. Okay, dann die ganz kleine Werberunde. Ich beginne einfach mal. Hi, ich bin die Sierra. Ihr findet mich unter Instagram unter Sierra_streams. Da im Moment nicht so aktiv, aber ihr könnt mich jede zweite Woche hier als Mora Wallrand bestaunen. Und manchmal war ich auch schon zu Gast beim Kako, der den Osco spielt. Der hat nämlich auch einen Twitch-Kanal, wo er kleine Püppis bemalt. Ja, ganz genau. Da ist jetzt diese Woche wieder was ausgefallen, leider, aber ich hoffe, das wird immer mal nachgeholt. Sierra hat es ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich mehr im Tabletop-Bereich aktiv, wobei Gerüchten zufolge könnte es bald wieder mal eine Rollenspielrunde geben. Könnt ihr hoffentlich mal sehr gespannt sein. Das wird auf jeden Fall dann auch auf meinem Instagram-Kanal vor allen Dingen angekündigt. Da könnt ihr gerne mal schauen. Der Einzifache Kako heiße ich da auch. Und wer, glaube ich, auch Instagram hat oder zumindest auch viel auf YouTube wieder aktiv ist, ist doch der Ossi. Ja, ich hatte jetzt wieder eine Woche Pause, weil es mich flach gelegen hat die ganze Woche. Aber bei mir gibt es weniger Rollenspiel-Content, als dass es mehr in Richtung lustige, ironische und satirische Animationen geht. Das heißt, ich bereite Themen auf, über die man sich halt als typischer, wie auf Neudeutsch gesagt, Allmann-Deutscher aufregen könnte. Stichwort Deutsche Bahn. Genau, wer aber auch noch einen Instagram-Account hat, ist die liebe Eleanor. Ja, hi. Ich habe einen Instagram-Account, auf dem hin und wieder mal etwas aufplöppt. Ich habe jetzt letztens noch ein Update für meinen Balkongarten gegeben. Ja, hin und wieder auch was noch anderes essen, denn ich backe auch sehr gerne Brot. Und letztens, die regelmäßig zuschauen, habe ich bei... Ja, Koali weiß, dass es schmeckt. Mit den anderen, ja, die kommen, vielleicht kriege ich da auch mal was Brot hin.
habe ich in Folge 19 gefehlt und ich habe mir den Spaß erlaubt, auch auf Bitten meiner Mitspielerinnen und Mitspieler das Ganze mir anzuschauen und zu kommentieren, was sie dort angestellt haben. Das war die Begegnung mit dem guten Sulman Alvinisch, respektive Niraven. Das Ganze könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal gucken, auch einfach unter Elanor-2002 suchen. Dann findet ihr das Video verlinkt, wo dann ich dann entsprechend das kommentiere, was hier das Vierertrüppchen ohne mich fabriziert hat. Ja, und last but not least haben wir dann noch Jandrik, beziehungsweise den Marot, der auch sehr aktiv ist zum Thema Pen and Paper. Ja, ich bin Marot von rollenhörspiel.de und ich habe eben genau diese Seite, rollenhörspiel.de. Und dort biete ich Audio-Hörspiele an, die letztlich nichts anderes sind als Rollenspielabende, die dann so ein bisschen geschnitten werden, ein bisschen verkürzt, aber vor allem die Pausen rausgenommen werden. Sie werden jetzt immer komplexer und auch werden immer anders mehr verschnitten, dass es sich halt fast wie so ein Film anfühlt oder auch halt eigentlich wie ein richtiges Hörspiel mittlerweile, aber es ist immer noch alles improvisiert. Aktuell habe ich zurzeit die Scherbenkinder, das ist der erste Teil der Scherbenland-Saga draußen und arbeite an einem ganz großen Projekt, was ziemlich heftig wird und so für mich auch so ein Meilenstein ist. Das ist Pompeji, das ist eine Geschichte, eine Familiensaga aus der römischen Antike, eben in Pompeji spielend. Und ja, das dauert aber noch ein bisschen. Im Moment kann man sich erstmal mit Scherbenlande und mit den vielen anderen Sachen, die ich auf der Seite habe, unterhalten lassen. Ja, prima. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Euch da draußen nochmal danke fürs Zuschauen. Falls ihr das später schaut, hinterlasst uns doch irgendeine Bewertung. Daumen hoch nehmen wir super gerne. Aber vor allen Dingen auch Kommentare. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der eine der letzten Runden im letzten Jahr kommentiert hat. Das ist immer sehr, sehr schön und bringt einen immer mit einem Lächeln durch den Tag. Wie hat die Feder das mal ganz gut ausgedrückt? Wir werden in Keksen bezahlt hier und die Kommentare sind unsere Kekse. Also, wenn ihr könnt, lasst uns einen lieben Kommentar da, ruhig. Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich froh und munter in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, macht's gut. Und jetzt raide ich euch weiter nach The Onyx Path. Da spielten die Saiyan in der 2. Edition ein bisschen Rollenspiel über Halbgötter. Gucken, ich kenne die selber nicht. Die sind, glaube ich, auf Englisch. Ich weiß es nicht ganz genau. Mal gucken. Seid lieb zu denen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.